Gut, wir sind ja heute hier zusammengekommen im Hörsaal und Sie können es jetzt nicht sehen, die sich hier online zugeschaltet haben. Direkt beim Eingang vom Hörsaal sitzt der Fabian Deister, der sich hier um die Technik kümmert und dafür sorgt, dass Sie das auch an Ihren Endgeräten alle schön mitverfolgen können, was Frau Dr. Ballerstedt heute über ihr langjähriges Mauerseglerprojekt berichten wird. Und ich sehe jetzt nicht, ich kann Sie jetzt nicht sehen von hier aus, aber ich sehe schon, dass der Herr Deister da recht entspannt rüberschaut zu mir und nickt. Also scheint alles ganz gut zu funktionieren. Ich werde mich jetzt dann primär hier auf unsere Gäste konzentrieren, die den Weg hier in den Hörsaal gefunden haben, und möchte auch gleich loslegen und unsere heutige Referentin, Frau Dr. Ninon Ballerstedt, hier kurz vorstellen. Die meisten, die hier sind, die kennen Sie ja. Sie ist ja fast bei allen Vorträgen als sehr treues Mitglied der Freunde der Zoologischen Staatssammlung eigentlich immer anwesend. Und deswegen freue ich mich besonders, dass sie heute einen Vortrag bei uns hält und über ihr tolles Projekt mit den Bauerseglern berichten wird. Frau Ballerstedt kommt ursprünglich aus Kassel-Wilhelmshöhe. Sie hat in Göttingen Geologie studiert und ist dann Geologie, nicht Biologie. Genau, habe ich auch heute zum ersten Mal erfahren. Sie ist Geologin. Sie ist dann Anfang der 80er Jahre nach München gekommen, hat dort ihr Geologiestudium fortgesetzt, hat dann Diplomarbeit gemacht, hat im Raum Füssen Molassesandsteine kartiert und hat dann auch über ein geologisches Thema promoviert, über die, muss ich selber schauen, die Verwitterungsprozesse von Naturwerksteinen. Also auch ein sehr interessantes, wichtiges Thema. Und hat sich aber während ihrer Diplomarbeit und ihrer Doktorarbeit schon immer wahnsinnig für Paläontologie interessiert und hat dann auch den Kontakt aktiv gesucht zu den Kollegen in der Paläontologie, bei Professor Fahlbusch und Professor Heißig, und ist dann auch immer auf Grabung mitgefahren nach Sandelshausen, hat dort sehr intensiv auch paläontologisch gearbeitet, neben ihrer Tätigkeit als Geologin, hat dann auch, weil sie immer schon gerne Leute für naturwissenschaftliche Themen begeistert hat, hat dann nebenher und auch danach sehr viele Vorträge gehalten über Geologie, Paläontologie, Entstehung des Lebens, also also längere Semesterzyklen an der Volkshochschule München über diese Themen, und ist dann einige Jahre später dann, hat sie es dann nach Seewiesen verschlagen, ans Max-Planck-Institut für Ornithologie. Jetzt hat es seinen Namen wieder geändert, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Ja, weiß ich auch nicht. Also vorher war es ja die Verhaltensphysiologie. Ne? Verhaltensphysiologie, jetzt heißt es wieder anders. Ja, ich habe es mir nicht notiert, leider. Irgendwas mit Intelligenz. Aber gut, alle wissen ja Bescheid, Seewiesen, Konrad Lorenz, dieses Institut dort, dieses berühmte Institut. Und da ist sie dann über den Dr. Rudi Diesel reingekommen in diese Institution und hätte sie eigentlich eine Weiterbildung erwartet in molekularbiologischen Prozessen, um den Herrn Diesel bei seiner Krabbenforschung dort unterstützen zu können. Das hat sich aber dann anders ergeben. Sie ist dann weitergegangen in die Arbeitsgruppe von Professor Wolfgang Wickler und war dort in einem Projekt, sehr interessanten Projekt, hat sie mir, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da ins Detail zu gehen, über die Prägung und das Lernverhalten von Spatzen und Kanarienvögeln, was den Gesang betrifft. Da hat sie die Tiere dann auch trainiert, die Vögel, und ist dann aber gewechselt, kurze Zeit später dann zu dem Windkanal. Also Seewiesen, die haben ja einen Windkanal, oder ich glaube sogar zwei Windkanäle, glaube ich, oder? Nee, eigentlich nur einen Windkanal. Wo sie das Zugverhalten von Vögeln und das Flugverhalten während des Zuges untersuchen können. Und da hat sie auch die Vögel fit gemacht für dieses Trainingsprogramm. Das können die ja nicht so von alleine, sondern muss man ja mit den Tieren arbeiten, damit die da auch mitmachen. Und sie hat dann so interessante Sachen gemacht, wie zum Beispiel, das fand ich ganz faszinierend, Rosenstare mit kleinen Rucksäcken ausgestattet, die
auf denen Transponder montiert werden, eben um Daten zu sammeln während des Fluges, wobei das nur Attrappen waren, weil eigentlich hätte sie mit größeren Vögeln arbeiten müssen, wie Gänsen zum Beispiel, aber die passen in den Windkanal nicht rein. Und deswegen hat sie gesagt, die Verwirbelungen, die bei der Gans entstehen, die entstehen auch beim Star. Also ich packe denen einfach so einen Dummy drauf hinten eben auf und hat dann eben rausgefunden, also ich war das ja nicht, sondern eigentlich... Ja, aber du hast mitgearbeitet am Projekt. Ja, klar, ich musste das immer machen, natürlich. Mitgearbeitet, das ist ja Teamwork. Ich bin ja nur dumme TA gewesen. Also das lasse ich nicht gelten. Also das ist ja Teamwork. Das ist Teamwork und dabei ist rausgekommen, dass das eben tatsächlich für die Vögel eine wirklich beachtliche Belastung darstellt, weil doch Verwirbelungen entstehen und genau, das war, und genau diese Zeit, das war Ende der 90er Jahre, wo sie da reinkam, Windkanalprojekt und so, und da hat sie dann angefangen, zu Hause Vögel aufzuziehen und so allmählich ist es immer größer geworden, dieses Projekt. Die Nachbarn brachten eben Vögel zu ihr, die irgendwelche Probleme hatten, und da aus den Vögeln wurden immer mehr und mehr und mehr, und irgendwann wurde aus dem Ganzen dann aus einem normalen, wahrscheinlich Wohnzimmerprojekt, dann irgendwann eine richtige Auffangstation. Und das ist eigentlich genau das Thema, worüber sie heute hier sprechen wird. Und sie wird nicht über das Projekt allgemein, sondern ganz speziell auf die Vögel, die ihr am meisten am Herzen liegen, die ich auch faszinierend finde, by the way. Also ich finde es immer genial, wenn dann so Anfang Mai dann, wenn man in der Stadt unterwegs ist und dann plötzlich, man sieht sie ja gar nicht, wenn sie kommen, sondern das Erste, was man bemerkt, ihnen geht es wahrscheinlich ähnlich, sind die hellen Rufe, die man über sich am Himmel hört, und dann schaut man rauf und sagt, ah, die Mauersegler sind wieder da, und dann sieht man diese fantastischen Vögel mit den Sichelflügeln über den Himmel jagen, also sagenhaft und toll, dass man wirklich dann das sich zur eigenen Berufung macht, diesen fantastischen Vögeln eben zu helfen. Und jetzt habe ich eh schon so lange geredet, jetzt übergebe ich das Wort an dich, Sinon, und bin schon gespannt auf deinen Vortrag. Also vielen Dank jedenfalls für die Einladung. Und da möchte ich auch gleich die Anneke von Heterin grüßen, weil die ja leider krank ist, und gute Besserung wünschen, weil ihr habe ich das jetzt zu verdanken, dass ich hier stehe. Ja, dir auch, Markus, natürlich. Der Markus, kann ich auch schon mal sagen, hat eben auch alles Mögliche aus den Magazinen herbeigeschleppt. Das ist natürlich leider nur die jetzt in Präsenz hier sind, sich nachher noch angucken können zum Thema eben Segler oder, weiß nicht, sind jetzt Singvögel auch dabei? Ja, okay, also dass man hinterher da mal noch gucken kann und einen Blick drauf werfen kann auf die Sachen aus dem Magazin. Also 25 Jahre mit Mauerseglern, ich kann jetzt natürlich nur einen ganz kleinen Einblick in das Leben und Verhalten dieses ganz besonderen Vogels geben. Also das ist für mich halt der Vogel der Vögel, weil der ist wirklich so extrem, weil er eben nur noch in der Luft unterwegs ist eigentlich. Aber da kommen wir ja noch drauf. Diese Wildtier-Auffangstation, wie es immer genannt wird, die jetzt zwar nicht mehr im Wohnzimmer stattfindet, aber jetzt ist es halt in unser Bücherzimmer gewandert, weil es im Wohnzimmer dann nicht mehr zu machen war. Auf jeden Fall begann das Ganze eben 1998, und zwar mit einem Buchfinkennestling und einem Siebenschläferbaby. Also ich habe nicht nur Vögel gemacht, sondern auch Säugetiere anfangs. Der Buchfink war mir von einer Freundin gebracht worden, der kleine Siebenschläfer, den hatte ich selber gefunden, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Gehsteig halt. Und da diese Aufzuchten, diese ersten Versuche erfolgreich verlaufen waren, kamen dann im nächsten Jahr natürlich wieder neue dazu. Ah, du hast doch letztes Jahr, ne, und kannst du nicht und so weiter. Und so geht es dann immer weiter. Und es wurde immer mehr, das ist also ein Schneeballsystem gewesen. Und ab 2003 sah ich mich dann genötigt, das Ganze auch irgendwie besser zu dokumentieren, weil es da langsam unübersichtlich wurde. Ich habe dann am Ende des Jahres nicht mehr zusammengebracht, was eigentlich alles da war, ne, und wer was gebracht hat und so. Und seit 2003 mache ich eben genauere Aufzeichnungen, und seitdem sind eben 2375 Wildtiere bei mir gewesen. Und im Jahr 2000 habe ich eben auch den ersten Mauersegler bekommen. So sehen die halt aus. Also ein Jungtier ist es noch, ein Nestling. Und die haben sich, weil die eben auch sehr geballt oft kommen und sich natürlich dann auch, weil sie sehr schwer zu pflegen sind, und ich habe mich da auch etwas bewährt, dann habe ich die natürlich auch alle mal aufs Auge gedrückt, kriegt die Mauersegler. Und das ist eben seit 2003, sind es eben jetzt mittlerweile 657 Mauersegler gewesen. Es gibt Stationen, die natürlich viel, viel mehr machen.
Aber wie gesagt, ich schaffe eben nicht mehr, als ich es machen kann. Als ich angefangen habe, war mir natürlich auch der Unterschied zwischen Schwalbe und Mauersegler nicht so klar. Also die sehen ja sehr ähnlich aus und viele Leute sagen, hey, Mauersegler, Schwalbe, das ist so dasselbe. Ich habe natürlich auch lernen müssen, dass das nicht dasselbe ist. Und ich habe Ihnen deswegen mal hier so einen Stammbaum mitgebracht, der heute lebenden Vögel, ist nicht so ganz aktuell, aber das, was wir brauchen, das steht da schon richtig drin. Die Mehlschwalbe und die Rauchschwalbe, also die wir bei uns eben hauptsächlich vorfinden, die gehören also zu den Sperlingsvögeln oder zu den Singvögeln. Die singen eben auch ganz schön manchmal, können auch singen wie ein Kanarienvogel manchmal. Und die schwatzen eben so, man kann sie sehr deutlich unterscheiden. Und wie der Tassilo eben schon gesagt hat, die Segler, die kreischen so, also daran erkennt man, so hört man sofort, dass sie da sind, auch wenn man sie noch nicht sieht. Und die stehen eben ganz woanders, die stehen eben bei den Seglern. Und wenn man sich das anguckt, das ist also schon sehr weit entfernt. Die haben, jetzt habe ich da drauf gedrückt, aber es macht jetzt nichts. Hier sieht man jetzt mal die Schwalben, also Mehlschwalbe und Rauchschwalbe und den Mauersegler unten. Und man sieht jetzt an diesen Bildern eben schon, dass die Schwalben haben helle Bäuche, der Mauersegler hat einen dunklen Bauch. Also daran würde man sie schon mal unterscheiden können, theoretisch. Den sieht man jetzt nicht so gut, weil der hinter meinem Finger versteckt ist, der Bauch, weil der da so an dem Finger dranhängt. Und das ist eine andere Sache. Diese zwei Schwalben, also Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, die sitzen also so schön auf so einem Seil. Das könnte der Mauersegler nicht. Ne? Den wollte ich auch auf den Finger setzen, aber das geht nicht. Der kippt nach hinten weg, dann hängt der an meinem Finger. Ein Segler kann nicht auf einem Ästchen sitzen. Er könnte auf einem dicken Ast vielleicht sitzen, so wie ein Ziegenmelker, wenn er sich ausruht, einfach auf einen waagerechten Ast. Das würde gehen, macht aber nicht, kommt nicht in Frage für einen Segler. Also wenn Sie irgendetwas auf einer Leitung sitzen sehen, dann ist das auf jeden Fall kein Mauersegler, sondern eine Schwalbe. Ja, und das wirklich eindeutige Unterscheidungsmerkmal oder Erkennungsmerkmal eines Seglers, ich habe jetzt hier mal die Bilder von zwei Küken mitgebracht, also links der Mauersegler und rechts der Haussperling. Und wenn man jetzt die Füße mal anguckt, also selbst bei diesen nackten, blinden Küken, sieht man schon ganz klar, wer da jetzt der Singvogel ist und wer eben kein Singvogel ist. Also der Spatz, der hat diese üblichen Füße, die man von den Vögeln kennt. Eine Zehe nach hinten, drei nach vorn, also man sieht jetzt nicht alle drei, sodass der eben mit diesen Zehen eben wunderbar auch um so einen Ast greifen kann. Und der Segler, auch dieser ganz kleine Segler, da zeigen alle vier Zehen nach vorne, mehr oder weniger. Also so, dass die eben wunderbar an senkrechten Flächen hängen können, aber eben nicht auf einem Ast sitzen. Und wie gesagt, und selbst bei dem kleinen, blinden Segler sieht man, das ist ein Segler. Allein die Füße. Und was der natürlich auch nicht hat, der Segler, weil der einen riesengroßen Schnabel hat. Er hat es nicht nötig, sich Schnabelwülste zuzulegen, wie die Singvögel, damit die den Schnabel noch weiter aufmachen können, dass die Eltern überhaupt da reinkommen in den Schnabel beim Füttern. Und bei einem größeren Mauersegler jetzt, also bei größeren Tieren, werden dann die Krallen vorne schwarz. Und das eine, das rechte Bild, ist die Füße mal von unten betrachtet. Also da sieht man wirklich sehr schön, dass diese vier Krallen alle nach vorne zeigen, oder die vier Zehen nach vorne zeigen. Und links im Bild, da sieht man, wie er sich an meine Finger festkrallt. Und das ist manchmal auch ziemlich schmerzhaft, vor allen Dingen gerade, wenn diese Segler irgendwie abgestürzt sind und eben so einen Sturz hinter sich haben. Und dann immer krampfhaft versuchen, sich festzuhalten, weil sie Angst davor haben, eben nochmal zu fallen. Und dann krallen die sich so fest rein, dass es also auch blutet. Ne? Und natürlich ist es so, wenn man die zum Füttern dann immer rausnimmt, man hat halt immer denselben Griff und natürlich krallen die dann immer wieder an dieselbe Stelle und das ist also dann schon sehr schmerzhaft oft. So, die Mauersegler jetzt als Patienten, also sage ich mal als Patienten, die meisten sind ja nicht wirklich Patienten, sie müssen halt nur aufgezogen werden, aber viele sind auch verletzt natürlich oder abgemagert oder sowas. Die werden halt speziell untergebracht und zwar kommen für die nur glattwandige Behälter in Frage. Ich benutze jetzt seit 2012 so Euroboxen mit den Maßen 40 x 60 und 23 hoch. Da sind die gut drin aufgehoben. Also nie irgendwas mit Gittern oder Körbe oder sowas verwenden, weil die sich dann daran die Federn kaputt machen können. Die spleißen die dann auf. Also immer in glattwandigen Behältern unterbringen, wenn in der Box oben, da sieht man also drei Nestlinge, das sind auch noch Jungtiere. Wenn die dann größer werden, also bei denen mache ich das auch schon, oder da hängt vielleicht auch schon was drin auf der Seite, dann hänge ich ein Handtuch rein, weil wie man da unten drunter sieht auf dem Bild, da hängen jetzt zwei erwachsene Segler an diesem Handtuch, weil die einfach gern an senkrechten Flächen auch hängen.
Das machen die dann ganz gerne, krabbeln sie da hoch und dann hängen die einfach da die ganze Zeit an diesem Handtuch rum. Und solange die jetzt noch sehr klein sind, also Nestlinge, die eben noch nicht aus dem Nest rausgehen, wie diese großen Nestlinge in der Box da oben, dann laufen die ja schon rum. Und wenn sie ganz klein sind, bleiben sie schön brav in den Nestern sitzen. Und dann kriegt man natürlich auch ja, vielleicht so 6 Nester in so einer Box unter. Natürlich nicht so wie auf dem Bild, dass sie ganz eng beieinander stehen. Man muss die schon ein bisschen auseinanderstellen, weil die Kleinen natürlich ihr Nest nicht beschmutzen, sondern über den Nestrand kacken. Und wenn die dann so dicht stehen, dann kacken sie halt die Nachbarn zu. Also das sollte man nicht machen, dann die schön auseinander positionieren. Ja, dann die Verpflegung. Also in erster Linie verfüttere ich halt Heimchen, aber nicht solche Adultenheimchen, wie jetzt da auf dem Bild zu sehen sind. Die haben ja bereits Flügel und einen Legestachel und sowas mögen die Segler nicht. Man muss eigentlich auch die Beine abmachen, wenn man Heimchen verfüttern will. Und man nimmt dann am besten subadulte Heimchen, die sind auch sehr groß schon, also fast so groß wie die ausgewachsenen Heimchen. Aber es müssen eben die Beine abgemacht werden, was im gefrorenen Zustand ganz gut geht und sehr schnell geht auch. Die Köpfe muss man dann auch meistens noch abmachen, weil das halt so hart und kratzig ist. Das mögen sie halt nicht. Und was eben auch gut zum Verfüttern ist, das ist eben Drohnenbrut vom Imker, was man sich holen kann. Viele Imker machen das halt wegen der Varroa-Milbe auch. Und die kann man einfrieren und im gefrorenen Zustand lassen sie sich dann prima aus den Waben rausbrechen. Aber man muss die dann boilen oder beziehungsweise blanchieren, weil die verflüssigen sich sofort, wenn sie auftauen und werden auch in 0, nix schlecht, die werden dann schwarz. Und um die überhaupt verfüttern zu können, muss man die mal ganz kurz kochen, dass sie eben fest werden, also wie ein Ei eben, das ist so wie ein Ei so flüssig. Dann. So, und man kann unter in gewissen Grade auch noch Wachsmottenlarven verfüttern. Die hier sind halt auch blanchiert, wenn man jetzt Lebende hätte, müsste man halt auch gucken, dass man den Kopf irgendwie entfernt, aber dann kommt gleich das Fett rausgequollen, weil möglichst die Beißwerkzeuge nicht mehr dran sein sollen, dass sie sich nicht irgendwo in der Darmwand oder sowas festbeißen können. Die kann man nur untergeordnet füttern, weil die sehr fett sind und würden dann, wenn sie zu viel davon bekommen, auch Gefiederschäden unter Umständen verursachen. Natürlich reichen, das Futter ist das eine, aber man muss natürlich auch noch Kalk und Vitamine geben. Gerade den Nestlingen, also mindestens 2-mal am Tag, den Großen dann auch zum Teil. Und sie kriegen auch alle 10 bis 14 Tage eine Vitamin-B-Komplex-Injektion. Und natürlich, je nachdem, wenn abgemagerte Segler kommen, die brauchen Infusionen oder manche brauchen auch Antibiotika oder so, je nachdem, was ihnen passiert ist. Ja, das kommt dann noch dazu. Jetzt ein bisschen allgemeine Sachen ganz kurz zur Lebensweise, was ich schon gesagt habe, alles bis aufs Brüten wird im Flug erledigt, also der Nahrungserwerb, das heißt, sie sind auf fliegende Insekten angewiesen, alles wird, wie gesagt, in der Luft erledigt, dann die Übernachtung findet im Flug statt, das Sammeln von Nistmaterial erledigen sie im Flug, sie können also nur Sachen schnappen, die eben so leicht sind, dass sie in der Luft rumfliegen. Manchmal sind es leider auch Plastikfitzelchen. Manche sind darauf spezialisiert und bauen das in ihre Nester ein. Und natürlich die Kopulationen finden auch während des Fluges statt. Sie kopulieren auch auf dem Nest. Aber wenn halt das Wetter schön ist, macht es halt draußen doch mehr Spaß. Und die Flugleistung, die ist natürlich enorm für so einen relativ kleinen Vogel. Also so ein Segler, erwachsener Segler wiegt dem üblichen, sagen wir mal 40, 45 Gramm sowas oder sagen wir 45 Gramm. Ich habe auch schon dicke Brocken gehabt mit fast 60 Gramm, also erwachsen wohlbemerkt. Aber trotzdem immer noch relativ klein. Und sie erreichen eben dabei Spitzengeschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern, zum Teil sogar noch mehr. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 38 Kilometern würde eben bedeuten, also dass sie im Jahr über 300.000 Kilometer eigentlich fliegen. Gut 38 Stundenkilometer, da gibt es unterschiedliche Angaben. Manche sprechen nur von 32 Stundenkilometern, aber ich habe halt jetzt von früher eben her noch diese 38 Kilometer genommen. Und da käme ein Segler eben, der nicht brütet, also der keine Pausen macht und eben auch kaum Pausen hat, wo mal so schlechtes Wetter ist, dass er sich an einer Hauswand hängen muss und ausruhen muss, also unter einem Dachüberstand, dass er nicht nass wird und so. Der würde halt über 330.000 Kilometer im Jahr fliegen. Also das ist schon enorm. Die überwiegende Zeit wird dabei im Gleitflug verbracht und unterbrochen ist dieser Gleitflug dann von einem Kraftflug, der aber eigentlich nur maximal eine halbe Minute dauert und da hat er dann eine Flügelschlagfrequenz von etwa 8 Schlägen pro Sekunde. Ja, die Airbags, ich sage mal Airbags, also die Luftsäcke, die alle Vögel eigentlich haben, die scheinen beim Mauersegler besonders stabil zu sein und ermöglichen so ganz rasante Abbremsmanöver.
Wenn die Segler ihre Nester anfliegen, haben die oft 70 Stundenkilometer drauf und bremsen von jetzt auf gleich auf null ab. Wenn jetzt ein Singvogel sowas macht, also zum Beispiel Amseln, wenn die gegen eine Scheibe knallen, das ist sowas Ähnliches, ne? Dass sie also abrupt abgebremst werden, die sind natürlich nicht so schnell, sind natürlich in der Regel die Kopfverletzungen das Schlimme, aber oft, wenn sie seitlich aufprallen, ist das nicht das Drama mit dem Kopf, aber sie haben ganz, ganz oft Luftsackrisse, weil die einfach kaputt gehen, dann wird der Körper aufgebläht, das ist kein Drama, das kriegt man hin, das ist nicht so schlimm eigentlich, so ein Luftsackriss. Das ist, daran stirbt er dann nicht. Aber bei den Maurerseglern passiert das extrem selten, ne? Obwohl die, wie gesagt, eben dauernd diese Abbremsmanöver haben. Und ich komme dann später auch nochmal drauf, die müssen irgendwie stabiler konstruiert sein. Diese Luftsäcke sind natürlich dafür da, einmal um das Gewicht zu ersparen, also, und vor allen Dingen auch, um praktisch, könnte man sagen, das Lungenvolumen zu vergrößern und die Luft oder ja, die Atemluft eben effizienter zu nutzen. Dafür sind die eigentlich auch da hauptsächlich. Ja, der größte Feind des Mauerseglers, das sind also nicht Katzen und nicht Marder und nicht Ratten und nicht Seglerlausfliegen, sondern das schlechte Wetter. Also schlechtes Wetter meine ich jetzt Regenwetter und zwar eben Dauerregen. Das ist also für einen Mauersegler ganz übel und deswegen haben Mauersegler, weil es bei uns eben leider Gottes sehr oft vorkommt mit den Regentagen und auch mit langen, vielen Regentagen hintereinander, haben die also ganz besondere Anpassungen schon entwickelt. Und zwar können die erwachsenen Segler bis zu 4 Tage ohne Futter auskommen, weil beim Regenwetter fliegen eben keine Insekten, da kann man eben nichts fressen. Oder sie machen diese sogenannten Wetterfluchten. Das heißt, sie fliegen also auch mal eben so 1000 Kilometer bis an die Ränder der Tiefdruckgebiete, um dann dort außerhalb dieser Tiefdruckgebiete oder an den Rändern der Tiefdruckgebiete auf Insektenjagd zu gehen. Und auch die angebrüteten Eier können dann abkühlen, wenn die Erwachsenen eine Wetterflucht machen, was eben auch nicht üblich ist. Also wenn ich bei meinen Zebrafinken die Eier in den Kühlschrank gelegt habe und danach wieder unter die Zebrafinken, dann kam da nichts mehr raus, weil der Embryo abstirbt, normal, wenn das Ei abkühlt. Beim Segler geht es weiter, dann der kann sich draufsetzen dann und die Eier werden wieder warm und der Embryo ist eben nicht abgestorben, sondern der entwickelt sich dann weiter. Geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Klar, wenn es einfriert, dann geht es natürlich nicht. Und auch die Küken haben diese besonderen Anpassungen schon entwickelt, dass sie bis zu 2 Wochen im Torpor eben verbringen können, wenn die Eltern eben auf der Wetterflucht sind. Das geht natürlich nur und 2 Wochen ist auch schon sehr, sehr viel, also das wird sehr selten erreicht. Die Überlebensstrategie ist halt, solange es gutes Wetter ist und es Futter gibt en masse, dann wird gefressen, 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 gefressen. Diese Fettreserven, die sind eben die Lebensversicherung dann für die kleinen Küken. Die fallen dann in diesen Torpor, das heißt, sie machen sowas Ähnliches wie die Säugetiere im Winterschlaf. Sie reduzieren also die Körpertemperatur, die wird nach unten gefahren, ist dann natürlich auch nicht so schwierig, wenn es draußen kalt ist und regnet. Und damit wird natürlich alles reduziert und verlangsamt, also Herzschlag, Atmung und vor allem die ganzen Stoffwechselvorgänge und auch eben das Federwachstum zum Beispiel, das wird dann eben auch verlangsamt, das geht nicht in dem gleichen Tempo weiter. Ja, und was aber auch manchmal passiert, dass eben Eier bei anhaltender kalter Witterung auch entsorgt werden. Und da habe ich dann dieses Bild bekommen mal, also das ist ein Standbild aus einem Video in einer Nistkastenkamera von Werner. Ich weiß leider nicht, wer dieser Werner ist, aber er hat mir indirekt über einen Dritten sagen lassen, ich darf das Bild zeigen. Und wenn jemand was dagegen hätte, dann wäre es bestenfalls der Mauersegler, weil seine Privatsphäre verletzt wird. Also wie gesagt, da sieht man jetzt mal so einen Segler, wie er sein Ei entsorgt. Allerdings machen die das auch, wenn sie ein Nest übernehmen. Zum Beispiel also ein Partner ist verstorben oder in einem Kampf wurde ein Nest übernommen, dann entsorgen die natürlich auch die Eier von den Vorgängern oder Vorgängerinnen, besser gesagt. Hier habe ich jetzt mal zum Thema schlechtes Wetter eine Grafik, also diese Säulen, die stellen jetzt immer die Anzahl der eingelieferten Mauersegler dar. Unten sind die Jahreszahlen 2003 bis 2023. Und da auf der Seite, auf der linken Seite, ist halt die Anzahl, also als höchstes haben wir mal fast 65 gehabt, also 63 waren es, glaube ich. In rosa oder pinkfarben sind die Nestlinge markiert und die grünen Farben sind die adulten Tiere. Und man sieht, da sticht ein Jahr schon ganz klar hervor, nämlich das Jahr 2013, wo wir praktisch mehr adulte Tiere bekommen hatten als Nestlinge.
2013 war ein katastrophales Jahr für Mauersegler, allerdings nicht nur für die Segler, sondern für viele andere auch, auch für die Singvögel. Die waren nämlich um Ostern rum aus dem Süden zurückgekommen und wurden hier von einer geschlossenen Schneedecke empfangen. Und da sind auch Tausende gestorben, weil es eben keine Insekten gab einfach. Ne? Und bei den Mauerseglern, die hat es eben Ende Mai erwischt, die Schwalben natürlich genauso, weil es da Dauerregen gab und bei uns eben auch Bodenfrost. Also hier in Süddeutschland war es besonders schlimm, weil natürlich hier die Wolken vor den Alpen hängen bleiben und sich abregnen. Im Norden Deutschland war es nicht ganz so schlimm, aber hier war es ganz, ganz dramatisch. Ich habe da also, ich weiß nicht mehr genau, das war da vielleicht 29. Mai oder so, oder 26. Da habe ich also im Stundentakt wirklich erwachsene Mauersegler gekriegt. Die Leute sind spazieren gegangen an der Bramspromenade in Tutzing und alle paar Meter lag auf der Wiese ein Segler völlig erschöpft oder eine Schwalbe. Und es war also ganz dramatisch und die sind dann gekommen, waren natürlich alle völlig abgemagert. Und die paar, klar, die ich dann da aufziehen konnte oder wieder rauslassen konnte, die machen das Kraut natürlich nicht fett, jedenfalls hat es da einen ganz dramatischen Einbruch gegeben. Es sind bei uns, also in unserer Region, eigentlich mindestens 90% der Brutvögel verstorben. Und es war ein ganz trauriges, stilles Jahr, auch im Sommer, diese Screaming-Partys, obwohl da eigentlich die Nichtbrüter auch hauptsächlich beteiligt sind. Es war ganz still am Himmel, es war ganz furchtbar. Und das Dumme ist eben, also dieses Wegfallen dieser Brutvögel, ich habe immer Meldungen bekommen vom Eintreffen der Brutvögel aus Tutzing vor 2013. Da kamen die sehr, sehr pünktlich, immer am 26. April an. Es mag vielleicht auch manchmal der 24. oder 28. gewesen sein. Es war jedenfalls immer im April. Und ich habe eben diesen 26. abgespeichert, weil das so oft vorkam, der 6. Aber ich dachte, wie machen die das, ne? Dass die wirklich immer genau an demselben Tag zu ihrem Nest zurückkommen. Auf jeden Fall hat sich das dramatisch geändert. Nach 2013 sind das jetzt die Ankunftszeiten der Segler, die mir gemeldet wurden. Der Durchschnitt wäre der 6. Mai. Und zwar die ersten, die immer zurückkommen, sind die Brüter. Die kommen immer, also damals eben Ende April. Die Nichtbrüter, die aber schon geschlechtsreif sind, aber kein Nest haben, die kämen so, naja, ein, zwei Wochen später an. Und dann die, die noch nicht brüten können, also die noch nicht geschlechtsreif sind, die kommen nochmal wieder ein, zwei Wochen später, also die trudeln dann in der zweiten Maihälfte meistens ein. Und jetzt haben praktisch diese Nichtbrüter, die dann diese verwaisten Nester übernommen haben, die haben ihr Ankunftsdatum beibehalten, eben diese, in dem Fall 10 Tage später, also 10 Tage später treffen die jetzt ein. Und das Blöde ist, dass sich natürlich alle anderen Sachen, die mit Brut und Aufzucht zu tun haben, auch um diesen Betrag verschieben natürlich. Auch das hat sich alles verschoben. Die Eier werden später gelegt, die Küken schlüpfen später und die Jungen fliegen eben auch später aus. Und da ist jetzt das Problem, wenn wir jetzt die Starttermine junger Mauersegler uns anschauen von 2003 bis 2023. Also man sieht das unten, das können Sie jetzt nicht erkennen wahrscheinlich. Das startet da am 1. Juli und endet am 2. Oktober. Bitte? Das ist, wenn die wegfliegen, wenn sie abfliegen, die Jungen. Also das ist eigentlich ihr Starttermin, ist auch, was ich im Stadion dann mache, da zeige ich dann auch nochmal ein Bild. Also wenn die fertig sind, das Federwachstum abgeschlossen ist, sie sind fertig zum Starten, das ist ihr Abflugtermin. Also, die fliegen gleich nach Süden normalerweise eigentlich. Also sollen sie, ich weiß es nicht, aber das hat man so herausgefunden, dass die scheinbar sich gleich auf den Weg nach Süden machen, sobald sie ausgeflogen sind. Und hier sieht man in diesen Eiern, die Größe der Eier markiert halt praktisch, wie viele Vögel an diesem Tag geflogen sind. Also auf der linken Seite wieder die Jahre von 2003 bis 2023. Ich lege jetzt mal einen Balken da rein, der das Jahr 2013 markiert. Diese verschiedenen Farben oder farbigen Bereiche markieren eben günstige Zeiten zum Ausfliegen und dann immer ungünstiger. Je später es im Jahr wird, desto ungünstiger ist es natürlich, weil das Wetter dann immer instabiler ist und es kälter wird und vielleicht keine Insekten mehr fliegen und so. Und die günstigste Zeit war eigentlich immer in diesen drei ersten, wirklich im grünen Bereich sozusagen. Und es geht später auch noch, so ist es kein Problem. Aber was eben das Traurige ist, in diesem grünen Bereich, da sind die Koloniebegleiter noch da. Und bei diesen Starts, also wenn wir Vögel freigelassen haben im Stadion, machen wir das, ich zeige dann noch ein Bild nachher,
Wir lassen die also im Stadion frei und wenn die Koloniebegleiter noch da sind, dann kann man eben wunderbares Schauspiel erleben. Man sieht die erstmal nicht, aber sobald der Kleine von der Hand runtergesprungen ist und losfliegt und seine erste Runde im Stadion dreht, auf einmal sind die da und die kommen dann alle runter, fliegen zum Teil unter den Kleinen durch und nehmen die mit nach oben. Und alle Leute, die das in den Starts eben vor 2013 erlebt haben, die erzählen da heute noch von, das war so beeindruckend und so. Und leider erleben wir das jetzt seit 2013 praktisch nicht mehr, weil einfach die Koloniebegleiter jetzt weg sind, wenn die Kleinen fertig sind zum Starten. Das ist eben sehr schade natürlich. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder nach vorne rücken, aber wie gesagt, im Moment ist die Situation leider so, dass sie eben einfach später starten. Ich habe das Ganze dann mal, diese Starttermine, also wenn sie eben fertig waren, natürlich wären einzelne Tiere vielleicht auch schon ein bisschen früher fertig gewesen. Ich warte dann immer, bis ein Pulk zusammen ist, dass sie dann zusammen losfliegen können. Und ich habe das eben nach dem numerischen Kalender mal ausgerechnet und da war eben der Durchschnittsstarttag, also relativ spät natürlich, am 1. August, weil natürlich diese ganzen Eierchen, die da hinten im September dann noch kommen, dann natürlich dieses Ergebnis nach hinten verschieben, auch wenn im Prinzip die schon relativ früh gestartet sind. Und da war eben vor 2013 der 1. August und nach 2013 ist es der 11. August. Und das, man sieht auch da wieder, es sind einfach 10 Tage jetzt Unterschied. Ne? Ja. Ja, die Nestlinge, die treffen ebenfalls witterungsbedingt ein, aber nicht jetzt wegen Regenwetter, wie diese Altvögel da im Mai 2013. Ursprünglich war ja der Mauersegler ein Felsenbrüter. Er hat oder macht er auch heute noch gelegentlich in alten Spechthöhlen, also im Harz gibt es wohl eine Kolonie, die in Spechthöhlen brütet. Da müssen natürlich die Bäume auch ein bisschen weiter auseinanderstehen, also im dichten Wald geht sowas natürlich nicht. Er ist dann den Menschen gefolgt, als sie anfingen, aus diesen großen Quadern eben Burgen und Klöster zu bauen. Und da fanden sich immer Spalten und Ritzen, wo man wunderbar brüten konnte. Schönes Beispiel ist heute auch noch die Klagemauer in Jerusalem, die seit mehreren tausend Jahren eben von Seglern besiedelt ist. Also es sind über 80 Seglernester. Der Ulrich Tickes in Berlin, der hat das mal kartiert in 2002. Also das ist schon sehr faszinierend, wie die da dann vor dieser Klagemauer rumfliegen. Und sie sind eben den Menschen treu geblieben, aber eben leider ist es heute so, wegen Wärmedämmung und so weiter, bleiben nur noch ungeeignete Stellen an den Häusern übrig. Also zum Beispiel zwischen der Verschalung und der Eindeckung des Daches, die gehen dann unter der Dachrinne durch, da ist dann so ein schmaler Spalt, da fliegen die ein. Sie können auch eben auf den Mauerkronen zwischen den Balken des Dachstuhls ihre Nester bauen oder eben auch unter Umständen direkt im Dachboden. Aber es ist natürlich das Problem, je nach Ausrichtung des Daches und nach der Sonneneinstrahlung, also je nachdem, wie der Sonnenstand, wie hoch die Sonne steht, wie lange sie scheint, wird es da ziemlich heiß dann unter dem Dach. Auch in dem Dachboden noch. Und das Gleiche gilt auch für die Spatzen, weil die praktisch dieselben Nistmöglichkeiten nutzen wie die Mauersegler. Und dann passiert es eben, wenn der erste deutliche Temperaturanstieg ab Mitte Juni kommt, dann stürzen sich die Küken eben aus den Nestern und dann regnet es regelrecht kleine Mauersegler. Die Mauersegler haben dabei dann ein bisschen mehr Glück wieder, also vermutlich eben aufgrund ihrer guten Airbags und auch dem anderen Körperschwerpunkt, weil die immer so nach hinten ein bisschen wegkippen. Die klatschen also eher mit dem Hintern unten auf, während die Spatzen eben ein bisschen anders gelagert sind. Und bei den Seglern ist es so, dass also wirklich nur 5% der Seglerküken tödliche Verletzungen durch diesen Absturz erleiden aus großer Höhe. Die stürzen aus 10 Meter aufs Pflaster und überleben das, ja. Aber bei den Spatzen ist es leider anders, da sterben eben 50%. Ja, und jetzt mal nochmal witterungsbedingt. Ich habe jetzt mal so eine Temperaturkurve mir rausgesucht aus dem Netz, also vom Deutschen Wetterdienst ist es und von der Wetterkontor. Und ich habe mir da Wielenbach rausgenommen, weil das eben der nächste Ort war, wo exakt gemessen wurde oder wo es diese exakten Aufzeichnungen gab. Die sind nur vielleicht 10 Kilometer von Tutzing Luftlinie entfernt. Die anderen schauen aber genauso aus, Augsburg, München oder so, die Wetterkurven von, also vom letzten Jahr ist es, die sehen ganz ähnlich aus. Und da kann man jetzt mal gucken, wenn man jetzt anguckt, wann die ersten Temperaturanstiege immer waren oder neue Temperaturanstiege, wo es wirklich deutlich über 30 Grad Celsius ging. Das war einmal am 20.06. und das andere Mal am 9.07. Und jetzt habe ich hier mal so eine Verteilung mitgebracht, wie das letztes Jahr bei mir mit den Mauerseglern aussah. Also das Schwarze ist die
Summe von allen Wildtieren. Das Rote sind die Mauersegler. Und man sieht, da gibt es jetzt, vielleicht kann ich jetzt mal diesen Laserpointer nehmen. Ah ja, hier. Es gibt hier einmal einen steilen Anstieg und da. Es gibt hier nochmal einen, der hat aber eine andere Ursache. Und wenn man sich die anguckt, wann da die ersten Küken eintrafen, dann war das eben einmal hier am 20.06. und das zweite Mal war das dann am 9.07. Also haargenau diese Tage, wo diese Temperatur über einen bestimmten Punkt rausging, da fängt es dann an. Und dann muss man, also von jetzt auf gleich, hat man dann von den vorher, hier waren so ungefähr 10 Vögel, sitzen dann auf einmal 40 da, also Mauersegler, nur Mauersegler. Und ich bin, wie gesagt, ich bin ja nur ein kleines Licht in der Hinsicht, habe nicht so viele Tiere, da gibt es ganz andere Stationen, die viel, viel mehr noch versorgen. Aber ich brauche, weil ich halt nicht mehr so ganz fit bin vielleicht auch, einfach eine halbe Stunde pro Tag und Tier. Und wenn ich jetzt da schon 20 Segler sitzen habe, dann 40 Segler, dann heißt es eben 20 Stunden. Ne? Und das haben alle, das Problem haben natürlich alle Auffangstationen. Und deswegen möchte ich jetzt auch auf eine Sache hinweisen, auf ein Projekt vom LBV München. Hier liegen Zettel aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das hochhalten kann, ob man das auch sieht. Ja, es sind ausgeteilt schon. Okay, und zwar möchte der LBV München nämlich auch so eine Art Auffangstation aufziehen und sucht natürlich Leute, die bereit wären und die auch abrufbar sind, natürlich von jetzt auf gleich, die dann helfen, Seglerküken aufzuziehen, weil man kann diese Flut eben nicht mehr bewältigen. Ich kenne so Fälle eben auch aus Toledo, in Sevilla, da gibt es ja, sind die Probleme noch größer, da stürzen an einem Tag 400 Küken ab oder sowas, ne? Und das kriegt man nicht mehr gebacken. In Toledo haben dann die rumgefragt, vor der Saison, welche Familie würde denn vielleicht 2 Segler aufnehmen? Und dann haben sich tatsächlich 100 Familien gemeldet und haben das dann auch gemacht, natürlich unter fachkundiger Anleitung und so. Und denen hat das natürlich dann allen so einen Spaß gemacht. Das ist ja dann auch eine begrenzte Zeit. Und 2 oder 3 Tiere, das ist auch zu schaffen irgendwie. Ne? Und dann hat sich diese Arbeit einfach verteilt. Und die waren natürlich alle so begeistert, dass sie im nächsten Jahr gleich gesagt haben, oh, das wollen wir wieder machen. Ne? Also das wäre also möglich vielleicht. Und wie gesagt, wer mag, kann sich mal beim LBV München schlau machen, wo man sich da bewerben kann oder wer da gerne mitmachen möchte. Ja, auch die kleinen Mauersegler sind schon very special, auch wenn die noch nicht fliegend unterwegs sind und also solche Höchstleistungen bringen können. Und zwar verhalten die sich in vielem anderen als zum Beispiel Singvogelküken. Und zwar bei den Fütterungen reagieren die völlig anders, die benehmen sich in der Nacht völlig anders als die Singvögel. Sie bleiben extrem lange im Nest, also ein Singvogelnestlingszeit ist vielleicht so im Schnitt 14 Tage oder so. Dann haben die allerdings noch diese Bettelflugphase von nochmal 14 Tagen. Der Mauersegler bleibt also mindestens 6 Wochen im Nest. Das heißt, er schwankt von 38, das ist, wenn es ganz, ganz gut läuft, ne? Also es viel zu essen gibt und die gut durchkommen, kann einer vielleicht auch schon mal mit 38 Tagen wegfliegen. Es kann sich aber auch bis zu 56 Tagen hinziehen, wenn zwischendrin immer wieder Regentage sind. Danach sind sie aber dann sofort selbstständig. Also sie sehen ihre Eltern dann praktisch nie wieder, seitdem sie haben mal einen Kampf mit denen und schmeißen sie aus ihrem Nest raus oder sowas. Das könnte natürlich passieren. Ja, und jetzt kommen wir mal als erstes zu den Fütterungen. Das Betteln um Futter. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal Amselküken gesehen, wenn die in ihrem Nest sitzen und der Altvogel kommt mit Futter. Dann recken die sich halt sofort hoch und sperren die Schnäbel weit auf und der Altvogel kann dann prima da das Futter reinstopfen. Das macht so ein Mauersegler nicht. Deswegen ist es auch eben so schwierig, die zu füttern. Und manche verzweifeln da regelrecht dran. Wenn der mal ganz kurz den Schnabel aufmacht und man steckt was rein, dann ist es da vorne im Schnabel drin und meistens zappeln die immer so rum bei den Fütterungen. Dann fliegt das wieder raus und dann denken die Leute, ach, der hat ja keinen Hunger, der will ja nicht essen. Ne? Und dann wird er natürlich immer schlapper und dann kriegen sie halt doch die Düse und dann kommt halt so ein Tier völlig abgemagert eben in irgendeiner Auffangstation unter Umständen, nach Tagen, wenn er Glück hat. Und ja, jetzt muss ich mal hier gucken, weil es geht nicht von selber, oder geht es? Na ja, gucken wir mal. Ich starte jetzt mal dieses Video, jetzt muss man aufpassen auf diese 2 da in der Mitte. Das sind alles Nestlinge, die da drin zu sehen sind. Der Kleine ist halt so 14 Tage alt und der Größere, der ihn jetzt anbettelt, also die Fütterung steht kurz bevor, der ist vielleicht 5 Wochen alt. Und jetzt macht er das, was er mit dem Altvogel auch machen würde. Sobald er merkt, der Altvogel ist da, er spürt eine Berührung da am Schnabel, zack, wird zugeschnappt, ne, und der ganze Kopf verschluckt. Und der Altvogel, der wirkt dann,
die Futterkugel, der hat so einen Bolus im Kehlsack drin, den wirkt er also ganz weit unten aus und es landet also schon fast im Magen von dem Segler, also sehr weit unten. Und die können das eben oft nicht, wenn man dann das Futter vorne nur reinlegt in den Schnabel, die können das nicht nach hinten ziehen und deswegen fliegt das dann wieder raus. Ne? Also man muss das auch sehr weit hinten deponieren. Ja, ach so, das machen wir jetzt mal weiter. Ah, der hätte doch so gestartet. Na gut, okay, weiß ich das. So, dann der nächste Punkt ist Schlafverhalten oder Nestlinge in der Nacht. Mir ist halt aufgefallen, als ich anfing, eben mehr und mehr Mauersegler zu betreuen, dass sie sich eben nicht so verhalten wie die anderen Vögel. Also wenn sie normal so Singvögel, Zebrafinken, irgendwas haben zu Hause oder auch Sittiche, sobald das Licht ausgeht, es ist dunkel, dann sind die ruhig. Dann stecken die den Kopf ins Gefieder und dann wird geschlafen. Und wenn es wieder hell wird, dann sind sie wieder munter. Und diese kleinen Segler, selbst diese kleinen, also der so wie dieser, der Kleine, der da angebettelt wurde, also 14 Tage alt, wenn sie noch nicht aus dem Nest raus können, man hört die ganze Nacht über fiepen. Die piepsen die ganze Nacht rum. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, und die Größeren, die hört man dann eben auch rumlaufen. Also wenn die so sind wie der Große, der da den anderen angebettelt hat, dann hört man die auch rumlaufen und dann wird auch mit den Flügeln geschlagen. Das ist dann so ein richtiges Trommelfeuer. Ne? Und wenn einer anfängt, machen das alle. Da geht es also wahnsinnig zu in der Nacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich müsste eigentlich mal Filmaufnahmen machen, so 24 Stunden rund um die Uhr, ne, um dann zu sehen, was treiben die da so in der Nacht. Weil ich kann ja nicht reingucken in die Box. Und dann habe ich extra bei der höheren Naturschutzbehörde angerufen und nachgefragt, brauche ich da eine Versuchsgenehmigung vielleicht, wenn ich die filmen will? Oder eben muss ich eine Anzeige machen, eine Versuchsanzeige? Und dann, nö, wenn die sowieso da sitzen und die aufgezogen werden, ist wurscht, da kann ich ruhig eine Kamera reinhängen. Dann hatte ich mir also eine Kamera besorgt, also Infrarot natürlich, und habe 30 Tage lang gefilmt bis zum Ausfliegen. Habe also 30 Videokassetten, VHS-Kassetten da stehen, habe mit 3 Bildern pro Sekunde aufgenommen, also im Zeitraffer sozusagen, sodass eben diese 24 Stunden eines Tages auf eine 3 Stunden VHS-Kassette passen. Und ausgewertet habe ich bislang eben nur eine, nämlich vom 12.08.2007. Das war 2 Tage, bevor die Vögel, die 3, die da in der Box saßen, ausgeflogen sind. Und zwar habe ich mir immer jeden Minutenbeginn angeguckt, also immer wenn das auf 0,0 stand, der Zähler, habe ich geguckt, was macht wer in diesem Moment. Und das wären natürlich theoretisch jetzt 1440 Daten pro Tier gewesen, aber es ist halt leider so, dass ich habe nur eine Kamera gehabt und es gibt natürlich tote Winkel, ne? Oder man sieht nur einen Teil von dem Tier oder sie verdecken sich gegenseitig, sodass ich nicht wirklich hundertprozentig beurteilen kann, was macht der jetzt gerade. Deshalb sind letzten Endes nur 10% eigentlich in die Wertung eingegangen. Jetzt zeige ich noch kurz, wer da mit beteiligt war. Das war also Luis aus Seeshaupt, Amadeus aus Tutzing, Monika aus Seeshaupt. Und die sind alle, also im Abstand von einem Tag eingetrudelt und geflogen sind sie halt alle am 14.08.2007. Also diese Namen lassen sich jetzt dadurch nicht irritieren. Das hat nichts mit dem Geschlecht der Segler zu tun. Die kriegen von mir halt irgendeinen Namen oder sie haben zum Teil auch schon Namen von den Findern. Und jetzt Amadeus hat zum Beispiel Amadeus geheißen, weil er in der Mozartstraße gefunden wurde. Oder gut, Monika wurde eben von einer Monika gebracht. Also das, wie gesagt, das hat mit dem Geschlecht gar nichts zu tun. Das kann man bei dem kleinen Segler sowieso noch nicht bestimmen. So, und jetzt habe ich mir dann 5 verschiedene Aktivitätsstufen ausgedacht sozusagen. Das erste, also mit der 1 habe ich gesagt, das ist, wenn sie ruhig da liegen, ohne jede Bewegung, scheinen zu dösen oder eben zu schlafen auch. Das weiß ich ja nicht. Sieht halt so aus. Das zweite war, sie liegen zwar noch ruhig da, aber sie gucken rum. Das heißt, sie schlafen ganz offensichtlich nicht. Dann das dritte war dann schon aktiver, sie putzen entweder sich selbst oder den Nachbarn. Das vierte war dann, sie laufen rum in der Box. Und das fünfte war dann die höchste Aktivitätsstufe, dieses Flügelschlagen und ordentlich Lärm auch machen und so. Und wenn man sich ja die Auswertung für den Tag anguckt, jetzt mal von den 3 Seglern, also Luis, Amadeus und Monika, da sieht man, dass alle 3 ungefähr ein Drittel des Tages wirklich mit Dösen, also ganz ruhig verbringen. Ungefähr ein weiteres Drittel verbringen sie dann mit ruhig daliegen, aber rumgucken. Außer Monika, die war ein bisschen aktiver, die hat diese Phase reduziert zugunsten der 3 höheren Aktivitätsstufen, also putzen, rumlaufen und Flügel schlagen. Und interessant wurde natürlich dann die Nacht.
Und da sah das also so aus. Alle drei Segler haben praktisch die Phasen oder die Zeit, die Prozente, eben, die sie eigentlich mit ruhig da liegen, verbracht haben, reduziert. Alle drei. Und auch die zweitruhigste Phase, auch die wurde reduziert bei allen dreien. Und sie waren eigentlich in der Nacht viel aktiver als am Tag. Was jetzt ein bisschen merkwürdig ist, und ich habe auch darüber nachgedacht, habe gedacht, ja, vielleicht liegt es daran, am Tag finden halt Fütterungen statt. Ne? Und da muss man vielleicht ein Verdauungsschläfchen machen. In der Nacht halt nicht, da schiebt man Kohldampf und ist vielleicht deswegen noch aktiver. Also das wahrscheinlich kein großer Unterschied zwischen Tag und Nacht ist, das hätte ich schon erwartet. Aber dass sie nachts letzten Endes noch aktiver waren als am Tag, das war dann schon ein bisschen überraschend. Ja, dann das Nächste. Ah ja, genau, das noch zu dem, jetzt habe ich eben jetzt den Film nicht eingebaut. Also ich habe hier einen Film gehabt, eben von dem, den ich ausgewertet hatte, vom 12.08.2007. Jetzt ist 1 Uhr nachts, ne, ist also die Schlafphase, also Schlafzeit eigentlich. Und jetzt habe ich mal nur so ein paar Standbilder aus dem Video genommen, weil das Video lief nicht gescheit, beziehungsweise es war ganz stark gepixelt. Ich habe dies versucht, von VHS eben zu digitalisieren, aber dann sind diese heftigen Bewegungen, tauchen dann ganz starke Pixel auf, das schaut halt auch nicht schön aus. Aber man kann jetzt einfach mal diese Standbilder durchlaufen lassen. Jetzt kommt praktisch eine Minute nur, also mehrere Standbilder aus dieser einen Minute. Und da sieht man eben schon, dass sie natürlich nicht nur ruhig da liegen und nichts machen in der Nacht. Ne? Also irgendwas ist da immer los eigentlich. Klar, sie liegen auch mal ruhig da. Und der einzelne Segler, also ein Einzeltier, habe ich vielleicht beobachten können, dass es maximal 20 Minuten mal ruhig da gelegen ist. Und dann wurde wieder irgendwas gemacht, geputzt oder sonst was rumgelaufen. Ja, dann das nächste Ungewöhnliche bei den Seglern ist diese lange Nestlingszeit. Ich fange jetzt mal mit diesem Küken da an, das lasse ich auch schnell durchlaufen. Der ist jetzt ungefähr 3 Tage alt, Gewicht 4,2 Gramm. Jetzt können Sie das immer verfolgen, wenn ich das jetzt durchlaufen lasse, wie sich mit dem Alter das Gewicht eben auch verändert und wie der Segler sich natürlich auch verändert. Also die Federn brechen jetzt langsam durch die Haut durch. Dann werden diese Blutkiele an den Flügeln, also die dann diese ganz großen Federn bilden, die werden immer länger, so ganz Stifte kommen dann, dann kommen auch die Federchen, die Spitzen schon raus. Jetzt sehen sie auch ein bisschen schöner aus, ne? Vorher sind sie ja hässlich, ne? Nur eine Mutter kann sowas lieben. Ne? Und jetzt ab dem Tag ungefähr muss man auch immer, wenn man das Alter beurteilen will, den Flügel hochklappen, weil oft denken die Leute, ach, der ist ja schon fertig, ne? Und schmeißen den in die Luft, ne? Und der ist natürlich nicht fertig, der braucht noch ewig lange, bis er wirklich ausgewachsen ist. Solange diese Blutkiele zu sehen sind, jetzt hatte ich natürlich nur 2 Hände, ich habe in der einen den Fotoapparat gehalten, in dem anderen den Flügel hochgeklappt. Das heißt, ich konnte also nicht diese Federchen hier noch zur Seite schieben, weil darunter verbergen sich zum Teil noch eben diese Reste von den Blutkielen der ganz großen Federn. Also wie gesagt, so ungefähr mit dem Alter war er dann fertig und konnte eben losfliegen. Und hier sieht man jetzt mal, wenn die lange Nestlingszeit dem Ende entgegengeht, dann kommt eben dieses Flügelschlagen. Das fangen die, also manche fangen das schon 14 Tage vorher an, manche machen das auch gar nicht. Die liegen bis zum Schluss ruhig in der Box und man denkt, der wird doch nicht fliegen. Und kaum sitzt er auf der Hand, zack, weg ist er. Ne? Und andere, die führen sich hier auf und los. Und dann sitzen sie auf der Hand und dann, wie so Kinder beim ersten Mal auf dem 3-Meter-Brett, oh, ist das hoch? Nee, ich traue mich nicht. Ne? Und fliegen halt nicht. Oder krabbeln, einer hat es mal fertig gebracht, der ist dann auf der Hand, dann den Arm hier wieder runtergekrabbelt, war natürlich Riesengelächter dann im Stadion, wo der umgedreht hat und wieder runtergegangen ist. Naja, und jedenfalls, jetzt gucke ich mal, ob das auf die Art startet. Ja, genau. Jetzt sieht man dieses Flügelschlagen. Also das hat wahrscheinlich gar nicht so viel damit zu tun, dass ihre Muskulatur damit trainieren wollen. Wie gesagt, weil manche machen das eben gar nicht. Sondern die machen so Liegestütze, sie drücken sich da richtig hoch. Es hat wahrscheinlich viel mehr den Grund, dass die da austesten, passt mein Körpergewicht zu meiner Flügelfläche? Passt das oder passt es eben nicht? Weil die sind ja eigentlich erstmal viel zu schwer. Die fressen, weil das ist ihre Lebensversicherung. Die kleinen Küken sind viel zu dick eigentlich, um denen zum Beispiel die Ringe hinzumachen. Ja, also ich benutze Ringe von der Vogelwarte Radolf Zell. Die sind offen, das sind Aluringe, die werden dann zugezwickt, also um den Fuß gelegt, um den Mittelfuß und dann zugezwickt. Und die Kleinen sind so fett, die kann man nicht zuzwicken, ja, oder sollte man nicht zuzwicken, sondern bei manchen muss man es ein bisschen offen lassen, weil sonst würde man denen den Fuß abschnüren.
Und dann muss man eben warten, bis die dann so langsam wieder abspecken, so eine Woche vielleicht vor dem Start. Und dann kann man erst den Ring schließen. Also darf man nicht, da muss man sehr aufpassen, dass man das nicht gleich zumacht mit der Bringerzange. Und wie gesagt, das kann dann ins Auge gehen. Wie gesagt, und dann sieht man jetzt hier mal so die Gewichtsentwicklung junger Mauersegler. Da ist es auch sehr schön zu sehen, dass die eigentlich alle am Ende mit dem Gewicht wieder runtergehen. Aber eben auch nicht alle. Manche behalten das auch bei und fressen auch bis zum Schluss und fliegen dann trotzdem los. Also die wissen ganz genau eigentlich, was für ein Gewicht sie brauchen. Natürlich rutscht einem immer das Herz in die Hose, wenn dann hier einer von, sagen wir mal hier, der da oben, der Gelbe jetzt, von der schon weit über 50 Gramm, 52 Gramm hat und dann geht er da runter auf 43 oder sowas. Und da kriegt man natürlich schon die Krise, wenn die so viel abnehmen. Aber das ist okay, ne? Das ist einfach ihre Lebensversicherung und manche machen das halt wirklich sehr exzessiv halt und andere eben nicht, die behalten das Gewicht bei. Also dieser Rosane zum Beispiel, der pinkfarbene, der hat nicht so großartig abgenommen. Aber wie gesagt, die wissen meistens selber am besten, was sie brauchen und was richtig ist, was für sie passt. Dann der richtige Zeitpunkt für den Start. Jetzt haben wir schon ein paar Punkte da kennengelernt. Also verschiedene Faktoren sind dabei von Bedeutung. Einmal natürlich, die Federn müssen vollständig ausgewachsen sein und nicht so einen Segler in die Luft schmeißen, wo der Blutkiel noch Zentimeter vorhanden ist. Also das ist ganz blöd natürlich. Dann muss das Gewicht eben auch passen. Manche sind halt, die ich dann eben vorzeitig mitnehme, weil eigentlich wären die Federn schon fertig und mir ist natürlich lieber, die kommen so schnell wie möglich weg, aber die fliegen dann eben auch nicht, ne? Die landen dann immer wieder auf dem Boden und dann müssen sie halt noch ein paar Tage warten, noch ein bisschen abspecken und so, ne? Dann geht es, also beim nächsten Mal fliegen sie dann noch. Dann sollte man natürlich auch eine Schönwetterperiode abwarten und die nicht in einen Regentag entlassen und auch die Tage danach sollten noch schön sein und vor allen Dingen auch, sollte man vielleicht auch immer ein Auge drauf haben, wie es jetzt in Italien ist oder so, weil da fliegen sie ja dann hin, ne, ob da nicht vielleicht irgendwelche Unwetter sind. Und es sollte nach Möglichkeit auch kein Segler allein zurückbleiben, weil die sind sehr, sehr gesellig. Und wenn dann einer allein zurückbleibt, kann das für die Psyche sehr schlecht sein für so einen Segler. Also wenn möglich, immer ein paar zurück, bei so vielen ist es immer so, dass irgendwelche noch übrig sind. Ne, aber, und ich habe auch manchmal welche, wo ich weiß eben, dass die eingeschläfert werden müssen oder so, die irgendeine Verletzung haben, die nicht mehr aushält. Sie werden also nie fliegen können und müssen eingeschläfert werden. Und die Kandidaten, die behalte ich dann auch wirklich bis Ende September, bis dann wirklich der Letzte weggeflogen ist, einfach auch als Gesellschaft dann. Das ist eben ganz, ganz wichtig für die Seglerchen. Aber selbst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, lässt sich eben der Abflug für ein einzelnes Tier nicht sicher vorhersagen. Und das ist natürlich für mich dann immer sehr problematisch, weil ich zu dem Start im Stadion, also wie gesagt, wir machen das immer im Stadion in Tutzing, weil ich dann natürlich die Finder und da die Kuriere, die sie gebracht haben oder eben, klar, irgendwelche Interessierten oder auch die Patenschaften übernommen haben, die lade ich halt dann immer ein, wenn ihr Patenkind startet oder eben generell, wenn eben diese Vögel starten. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schwer dann zu sagen, wer jetzt tatsächlich fliegen wird, wer vorgesehen ist für den Start und wer eben dann vielleicht doch wieder umdreht oder eben einfach nicht losfliegt. Ja, und so sieht es dann aus im Stadion. Ja, das war jetzt so ein Tag, das war in 2017, am 28.07. An dem Tag sind 16 junge Mauersegler weggeflogen. Und zwar vor den Augen von fast 150 Zuschauern. Ich bin in das Stadion gekommen, so viele hatten wir noch nie als Zuschauer. Und ich habe einen Schlag gekriegt, weil ich natürlich wie immer zu spät gekommen bin. Ne? Und die haben alle schon gewartet. Ne? Naja, auf jeden Fall sind da also 16 Segler gestartet. Und der Herr Müller aus Bichel, der hat mir freundlicherweise das Bild zur Verfügung gestellt, weil ich selber kann mich natürlich nicht beim Start fotografieren oder fotografiere überhaupt nicht beim Start, weil ich da mit anderen Sachen dann beschäftigt bin. Wir machen das halt immer so, wir kommen dahin mit allen Seglern. Da unten sieht man diese Boxen, wo sie drin untergebracht sind. Da sind in jeder Box also mindestens 3 Segler, in der Regel 3 Segler. Und die hole ich dann alle nacheinander raus und lasse sie einzeln wegfliegen, kündige dann an, wer das ist, damit sie auch wissen und dann noch schnell Fotos machen von ihrem Segler. Und dann fliegt er halt los. Und mit einem Segler kann man sowas auch machen, weil der Segler, ähnlich wie die Tiere auf Galapagos, eben die Menschen nicht als Feind kennen. Und die sind halt völlig entspannt. Ich meine, klar gibt es traumatisierte Tiere, aber in der Regel sind die relativ cool, relativ ruhig. Ob da jetzt 100 Leute rumstehen, das ist denen eigentlich wurscht. Und die machen alles genauso wie sonst auch. Ja,
Und jetzt kämen auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir mit der Zeit sind, hier steht keine Uhr. Weil ich hätte jetzt eigentlich noch Mauerseglergeschichten, besondere Erlebnisse, ja? Wie viel? 50, okay, dann fange ich jetzt mal an. Also ich hätte eigentlich sehr viele Geschichten, die schaffen wir natürlich auf keinen Fall. Deswegen muss ich jetzt von vornherein leider schon mal etliche streichen, aber ich versuche mal die anderen wenigstens durchzumachen. Also ich weiß nicht, möchten Sie lieber noch eine andere Geschichte hören? Ich habe die schon dabei, ich habe sie jetzt bloß ausgeblendet, die Folien. Kann man ja überlegen, ne? Also ja, jetzt fange ich mal an. Der Gipfel des Unwahrscheinlichen, Martha. Und zwar ist die auch an diesem Tag gestartet, den man eben im Bild gesehen hat, in diesem Foto. Also am 28.07.2017, vielleicht war es sogar Martha, die da losgeflogen ist, kann sein. Diese Martha, die hatte also auch mich einige Nerven gekostet, die war mal auch bei fast 50 Gramm und hat dann auf 38,5 Gramm abgenommen bis zum Start. Und früher, also vor 2017, hätte ich mir dann in die Hose gemacht, weil es heißt eben von der Mauerseglerklinik in Frankfurt, also keinen Segler unter 40 Gramm starten. Ist auch generell vielleicht also ein guter Punkt, wo man sich dran halten kann, aber die Segler sind halt so verschieden wie wir auch. Ne? Es gibt halt diese ganz zarten Halten, so wie die Marathonläufer, die wirklich nur aus Knochen, Sehnen, Muskeln und Haut bestehen. Und dann gibt es halt auch die Moppelchen. Ne? Und das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Und es gibt eben auch große und kleine, was ich sehr schlecht beurteilen kann. Es gibt manchmal wirklich Segler. Also letztes Jahr hatte ich einen, wo ich gesagt habe, der kam aus München. Also das ist echt ein Winzling. Der ist einfach wirklich eine Nummer kleiner gewesen. Und das hat man auch so schon gesehen. Ne? Aber auch wenn das jetzt nur 5 mm wären, ja, das sehe ich so nicht auf Anhieb. Ne? Und kann ich nicht beurteilen. Und der Segler wird schon wissen, was er da macht. Also der ist mit 38,5 Gramm weggeflogen. Und, große Überraschung, er ist am 4.5.2021 wiedergefunden worden, kontrolliert worden. Er hat ja einen Ring der Vogelwarte Radolf Zell getragen. Und er wurde in einem Nistkasten auf Schloss Ratibor in Rot gefunden wieder. Und zwar als erster Erwachsener, der da ankam in dem Jahr. Was ich natürlich jetzt sehr schade finde, dass man dabei es versäumt hat, den auch zu wiegen. Weil das hätte mich jetzt interessiert, ob das wirklich so ein kleiner, leichter Segler geblieben ist. Normalerweise macht man das eigentlich, wenn man kontrolliert oder auch bringt, dass die natürlich gewogen werden. Und was natürlich mir auch ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, das war mit Sicherheit ein Brutvogel. Weil der war so früh, ist er in diesen Nestkasten eingeflogen. Und von Erich Kaiser weiß ich halt, der würde nie einen erwachsenen Vogel aus dem Nistkasten rausnehmen, weil er sagt, die gehen dann unter Umständen da nicht mehr rein, weil die dann so geschockt sind, wenn sie da rausgenommen werden. Weiß ich nicht, ob das hier der Fall war. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht nochmal eine Meldung gibt, ein Jahr später, dass er wieder da auftaucht, weil die sind ja enorm standorttreu. Sie gehen dann jedes Jahr wieder in dieses Nest rein, wo sie einmal drin waren. Und der war da auch mit Sicherheit nicht zum ersten Mal drin, weil sonst wäre der so früh nicht da gewesen. Der war wahrscheinlich im letzten Jahr auch schon da. Und ja gut, vielleicht gibt es nochmal irgendwann eine Meldung, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung, vielleicht hat man ihn verkrault und das ist natürlich ganz blöd, weil der Nistplatz ist halt das Wichtigste im Leben von einem Segler und wenn er den auf so eine Art verloren hätte, wäre natürlich blöd, weil wieder einen neuen zu erobern und sich zu erkämpfen, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und da kommen wir eigentlich vielleicht zur nächsten Geschichte mit dem Erkämpfen, das ist die Geschichte von Polyphem, das ist ein erwachsener Mauersegler gewesen aus Tutzing, den habe ich also bekommen, der lag am Boden und er war blutüberströmt, also alles blutig. Ich habe dann den mühsamst sauber gemacht, ganz vorsichtig. Er war auch völlig panisch natürlich. Und dann habe ich gesehen, also er hatte Verletzungen am Kopf, hinten am Rücken, an den Schultern, oben an den Flügeln auch. Und er hatte das linke Auge, deswegen heißt er Polyphem, war total zugeschwollen. Man wusste also nicht, ist das überhaupt noch da. Das war rotblutig zugeschwollen. Und oben im Augenlid waren 3 kleine Löcher, die perfekt vom Abstand her zu den 3 Krallen eines Seglerfußes gepasst haben. Das heißt, dieser Kerl hat mit Sicherheit einen ganz üblen Kampf um den Nistplatz hinter sich gehabt. Und deswegen, normalerweise setze ich die Alten immer zusammen und die Küken, weil die Alten mögen nicht mit den Küken zusammensitzen. Das wollen sie nicht. Ich hatte 2 Altsegler da sitzen, da habe ich den Polyphem dazugesetzt. Polyphem völlig panisch im Angesicht dieser erwachsenen Segler. Da habe ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, den muss ich woanders unterbringen. Ne? Und dann hatte ich, an dem Tag kam auch noch ein Küken aus Andorf an und dann habe ich die 2 zusammen, war kein anderer Platz frei, erstmal in die Intensivstation gesetzt, das ist eine kleinere Box, habe ein Polyphem, eine Korkhöhle gemacht, er ist sofort rein, hat sich versteckt
Und das Seglerküken ist halt dann erst einmal natürlich allein in dem Nest gesessen, aber gut, es war jetzt nicht so schlimm. Es war auch nicht lange, weil 3 Tage später kamen noch 2 kleine Küken aus Tutzing dazu, Amanda und Sue. Und die 2 waren völlig abgemagert und die mussten in die Intensivstation. Und das ist eben die Station, wo unter dem Nest für die Kleinen eine Wärmematte drunter liegt. Also habe ich die 2 zu dem Vampir gesetzt, in das Nest. Und die haben dann, mussten natürlich Infusionen kriegen und dann stündlich ganz wenig, ein Heimchen vielleicht, bis die wieder sich stabilisiert hatten. Und das Komische war, als ich bei der nächsten Fütterung diese Kiste aufgemacht habe, den Deckel aufgeklappt, waren die Küken alle weg. Das Nest war leer, die Küken waren verschwunden. Und dann habe ich eben diese Korkhöhle aufgeklappt und dann saßen diese Küken alle auf diesem Altsegler drauf. Also das ist jetzt ein Bild, das ist nicht dieses erste Mal, wo das passiert ist, sondern das ist schon im fortgeschritteneren Stadium gewesen. Ich habe also die Küken gefüttert, Polyphem gefüttert, wieder jeden an seinen Platz gesetzt. Beim nächsten Mal, wo ich die Box aufgemacht habe, wieder alle Küken weg, wieder alle auf dem Polyphem drauf. Und das Witzige war, dass das so eine Win-Win-Situation war. Der Polyphem war praktisch die Wärmematte für die 3 Kleinen, ne? Und die 3 Kleinen, das waren dann die Psychotherapeuten für den Polyphem. Jedenfalls wurde der wieder völlig ruhig und relaxed, ne, und entspannt. Und so haben alle eben einen Vorteil gehabt. Und der Polyphem ist dann letzten Endes mit dem Ältesten von den Küken, das da oben ist, glaube ich, das da ist der Vampir gewesen. Und mit dem ist er dann zusammen auch weggeflogen. Die anderen 2 mussten halt noch ein bisschen warten. So, jetzt kommt die nächste Geschichte, der Zeus. Das ist halt so eine Sache, da wohnen auch in Bichl witzigerweise, wohnen Leute in einem, also in, als Mieter in einem Haus und sie hatten schon beobachtet, dass da unterm Dach eben Segler sind und dass da auch welche runterfallen. Und ich habe auch schon etliche Vögel von denen bekommen, jetzt nicht unbedingt Segler, auch Stare und so. Und dann haben sie sich entschlossen, ach, wir hängen mal einen Nistkasten auf. Und zwar im März 2022 wurde also ein Nistkasten aufgehängt. Im März, das heißt, da waren sofort die Stare drin in dem Nistkasten. Haben wir also lauter Zeug reingeschleppt. Und dann hatten die ihre 2. Brut fertig, irgendwann so im Juni, ne, gegen Ende. Und dann wollten die gerade den Kasten ausräumen. Auf einmal sitzen 2 Mauersegler drin. Natürlich unerfahrene Brutvögel. Ne. Klar, die haben sich gedacht, oh, probieren wir es mal. Ne? Und das sieht man jetzt, das ist jetzt so ein Standbild. Jetzt kommen gleich die Filme, ich hoffe, dass sie dann laufen. Und die haben dann, glaube ich, 2 Eier gelegt. Aus einem kam dann tatsächlich auch ein Küken raus. Das ist dieser Zeus, das ist das Kleine da, was man da im Bild sieht. Das da, das ist also Zeus. Und es kam halt, wie es kommen musste bei so unerfahrenen Brütern. Ich zeige jetzt, ich hoffe, dass das geht, dass die gleich anfangen zu laufen. Ja, also man sieht Zeus da hinten. Er bettelt und bettelt, er hat Hunger bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kommt der Altvogel, der 2. Altvogel, da sind sie noch zu zweit. Das ist also der vierte August gewesen, waren sie zu zweit. Und der Segler, der reingekommen ist, sieht man, wenn er sich so seitlich dreht, dass der den Kehlsack voll mit Futter hat. Aber irgendwie kommt er nicht auf die Idee, dem Kleinen da was reinzustopfen. Also wie gesagt, es sind unerfahrene Vögel einfach gewesen, die nicht so recht wissen, was sie eigentlich da machen sollen mit dem Kleinen. Jetzt kriegt er mal ein bisschen was, ne? Jetzt zappelt er so rum, er ist ja noch so klein, kann den Kopf noch nicht so ganz verschlucken. So, jetzt haben wir den 12.8., also 8 Tage später. Jetzt ist nur noch ein Altvogel da, der andere hat sich vom Acker gemacht, der ist eben weggeflogen, weil die Zugunruhe zu stark wurde, weil normal ist Abreise Ende Juli ungefähr. Jetzt ist nur noch einer da und die Fütterungen laufen natürlich noch schlechter. Zeus hat Hunger, 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 Hunger. Er versucht da irgendwo Futter rauszukriegen aus dem Vogel, aber er kriegt halt nichts. Also diese Videos, die hat mir die Frau Weil aus Bichl eben zur Verfügung gestellt, die diesen Nistkasten installiert haben. Die sind natürlich nicht von mir. Also vielen Dank da nochmal. Und jetzt kommt natürlich der 17.8., 20.05 Uhr. An dem Tag kam kein Altvogel mehr und Zeus war ganz allein im Nistkasten. Er krabbelt wieder zurück ins Nest, weil falls einer kommen sollte, muss man im Nest sein. Weil nur im Nest wird gefüttert. Wenn man draußen liegt, dann kriegt man nichts. Aber er wartet vergebens, es kommt keiner mehr. Und jetzt passiert, was immer passiert in so einer Situation, ist, wir haben jetzt 12 Minuten, also 7 Minuten später, Zeus stürzt sich raus. Die Leute natürlich sofort in den Garten gerannt, haben Zeus gefunden und nach Tutzing gebracht und er kam dann so 9:30 Uhr abends dann bei uns an, war völlig abgemagert.
Das hier ist jetzt das Eingangsbild sozusagen von Zeus, wo er am 17.8. eingetroffen ist. Und er war völlig abgemagert, also ein Segler in dem Alter kann schon mal, kann gut über 30 Gramm normal haben, der hatte gerade 16. Und er hat natürlich dann Infusionen gekriegt, hat auch ewig lange gebraucht, bis er sich stabilisiert hat. Der ist mir dann nach 3 Tagen nochmal weggekippt, dass ich gedacht habe, das war es jetzt, aber er hat sich dann doch noch gefangen. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt nur noch 2 Nestlinge da, die aber schon praktisch fertig waren. Und in so einer Situation ist es natürlich so, dass ich diese 2 Großen nicht so ewig lange zurückhalten kann, bis der Kleine fertig ist. Das geht nicht. Und ich habe aber immerhin so lange, haben sie dann noch gewartet, bis der Zeus sich stabilisiert hat, zumindest physisch schon mal stabil war. Und dann habe ich die 2 fliegen lassen. Die sind am 25.8. dann weg. Und dann am 22.9. kam für Zeus dann auch der große Tag. Da ist er dann auch gestartet. Ja, die Segler, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit für eine Geschichte oder nicht? Noch eine Geschichte? Ja, gut. Die Segler-Sammler. Ich mache immer eine Mischung einmal, also aus, je nachdem, was ich halt da habe, Aminin, also auf jeden Fall Ringerlaktat. Ringerlaktat, Aminin oder Metabolase, je nachdem, und dann meistens noch ein bisschen Vitamin B auch dazu, also Vitamin B-Komplex dazu und ungefähr, also ein Segler normal, sagt man für 50 Gramm, aber ich mache das bei 30, also für 50 Gramm wäre 1 Milliliter eigentlich nötig und das wird dann in die Kniefalte gespritzt, also subkutan, nicht IV, ne, das ist nicht, sondern in die Kniefalte, weil die ja überall diese Luftsäcke haben. Man kann einen Vogel nicht wie eine Katze jetzt einfach da hinten mal so das Nackenfell nehmen und dann da reinspritzen, dann kriegen die so einen Rucksack. Das geht bei einem Vogel halt nicht wegen der Luftsäcke und die darf man natürlich nicht treffen. Und die sicherste Methode, einen Luftsack nicht zu treffen, ist, wenn man eben das Beinchen so hochzieht und dann guckt, wo geht das Bein in den Körper rein und da ist so eine Falte. Das wäre beim Flügel auch so, aber ich nehme lieber das Bein, weil wenn der vielleicht bald losfliegen muss oder irgendwas machen muss und er kriegt vielleicht ein Hämatom oder so, dann hat er es am Bein und nicht am Flügel. Ne? Und dann muss man eben in diese Falte zwischen diese 2 Hautlappen praktisch rein. Sieht man dann auch, dass es dann so dick wird und sich aufbläht und auch diese 10-tägigen, 2-wöchigen Vitamin B-Komplex-Injektionen, die gehen halt auch in diese Kniefalte eben rein. Die Seglersammler, das sind eben Michaela und Markus aus Weilheim. Die wohnen also in einem 8-Parteien-Haus und wohnen unter dem Dach mit einem Dachgaubenfenster. Und an ihrem Haus brüten auch Segler. Und es ging dann, ich weiß gar nicht, wie die ursprünglich zu mir gekommen sind, weil sie waren auch bei diesem Start in 2017 schon dabei, das weiß ich. Da hatten sie mir aber noch kein Tier gebracht, aber los ging das dann in 2018. Und zwar mit Luigi. Sie kamen von der Arbeit nach Hause, gucken aus dem Fenster raus und sehen da 3 Segler in der Dachrinne liegen. 2 waren schon tot, einer hat noch gelebt. Dann haben sie mit waghalsigen Experimenten versucht, diesen lebenden Segler zu bergen und mussten aber letzten Endes dann die Feuerwehr rufen. Und die sind auch gekommen, ich glaube mit 2 Zügen sogar, und haben dann den Segler aus der Dachrinne geholt. Und Luigi wurde dann sofort nach Tutzing gefahren. Und so traf halt der Erste ein und jetzt waren sie natürlich in Hab-Acht-Stellung, also sofort der erste Blick, wenn man nach Hause kam, in die Dachrinne und vor allen Dingen auch Patrouillen ums Haus rum, ob irgendwo einer runtergefallen ist. Und so kam dann fast 3 Wochen später dann der Nestling Maxi zu mir, auch gefunden. Und natürlich blieb das den übrigen Hausbewohnern nicht verborgen, dass sie da irgendwas immer gesucht haben, ne? Und dann passierte das halt am 26.07. Da kamen Michaela und Markus also von dem Ausflug nach Hause um Mitternacht und fanden also einen Zettel von ihrem Nachbarn an der Tür. Bitte sofort melden, wenn ihr zurück seid. Und dann haben sie gesagt, mein Gott, nee, jetzt ist es Mitternacht, ne, und da hat kein Licht mehr gebrannt. Wir können da jetzt nicht anrufen oder schellen oder so. Ne. Und haben dann gesagt, naja, wir gehen jetzt mal, und kaum waren sie in der Wohnung drin, schellt es bei ihnen und der Nachbar steht halt in Schlafanzug und Bademantel vor der Tür und präsentiert so einen kleinen Segler. Und da das natürlich schon so halbe alte Hasen waren, Michaela und Markus, haben sie eben sofort den Segler auf die Waage gesetzt und gesehen, schluck, er hat deutlich unter 30 Gramm, war schon ein bisschen befiedert. Und das heißt immer, Segler befiedert, unter 30 Gramm, ist Alarmstufe rot. Der muss halt sofort irgendwo versorgt werden, da kann man nicht bis zum nächsten Tag warten. Sofort angerufen bei uns, ist kein Problem, nach Mitternacht bei uns anzurufen. Sofort nach Tutzing gefahren und dann wurde eben die kleine Emma
eben auch da eingegliedert in die Seglergruppe. Die brauchte auch erst Infusionen natürlich, hat es aber auch ganz gut geschafft. Dann kam noch die Lotte und zum Schluss dann noch der Pauli. Und so kamen halt insgesamt jetzt, also seit 2018 haben die mir über 20 Segler gebracht. Und natürlich wird jetzt auch an Nachbarhäusern gesucht und auch an weiter entfernten. Und was sie auch gemacht haben, sie haben dann bei einer Eigentümerversammlung den Vorschlag gemacht, wir könnten doch Nistkästen aufhängen. Und so sind in 2021 da 12 Nistkästen montiert worden, auch mit einer Hebebühne und so. Also wie gesagt, es ist ja der vierte Stock dann gewesen, wo die angebracht werden mussten. Und das war also eine große Aktion. Bis jetzt sind leider immer nur Spatzen eingezogen und eine Meise oder sowas. Aber ich denke, dass die Segler auch irgendwann reinziehen werden. Die Alten werden natürlich nicht umziehen. Das ist klar, die bleiben in ihren Nestern unter dem Dach. Aber die nächste Generation, die auf Nistplatzsuche ist, die wird vielleicht dann diese Kästen annehmen und dann eben nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sein, dass dann die Küken wegen der Hitze abspringen. Ja, und natürlich findet man auch noch andere Dinge, wenn man so Rundgänge macht, also zum Beispiel eben so rausgeworfene Eier oder die Schalen von einem geschlüpften Küken oder eben dann auch ein Segler, der eben nicht gefunden wurde, weil man noch nicht sorgfältig genug gesucht hat. Vielleicht ist er auch schon tot unten angekommen, das weiß man nicht. Und das bleibt dann halt übrig, wenn ein Jahr lang die Ameisen dran rumfieseln, dann hat man halt so nur noch den Schädel übrig. Ja, und das Beste zum Schluss, ne? Das ist jetzt ein ganz großartiges Bild von einem Start im Stadion von Lothar Schiffler, der eben auch hier unter den Zuschauern sitzt. Mit der Technik, also Ischiographie nennt sich das. Man kann es natürlich nicht mit der Mehrfachbelichtung vergleichen, aber ja, der Einfachheit halber mache ich das jetzt mal so. Ne? Und es ist halt toll, weil man da die ganze Startphase sieht und nicht nur die Startphase, sondern dann auch, wie der Segler eben hier diese noch ein paar Runden über dem Stadion dreht. Ne? Und das finde ich halt so toll, deswegen musste ich dieses Bild einfach zeigen. Und eben vielen Dank, dass ich es benutzen durfte. Und das war auch an einem Tag, also das war der 14. August, sehr spät schon. Da gäbe es eigentlich auch eine Geschichte dazu, zu diesem Bild, aber ich erzähle jetzt nicht, weil wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind. Ja, also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld und Fragen dann zu beantworten noch. Fragen sind mal gleich das Mikro. Wegen dem, das geht auch so, glaube ich, oder? Wie ist denn das mit der Versorgungslage? Es gibt doch immer weniger Insekten. Der Rückgang ist doch massiv. Ne? Haben die, ja. Finden die genügend überhaupt? Im Prinzip schon, wenn es nicht regnet. Da kriegen sie scheinbar schon genügend, immer noch. Und zwar überall oder gibt es da regionale Unterschiede? Kann ich jetzt so nicht sagen, aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem für die Segler. Also für die Segler Gott sei Dank nicht, nein. Weil sie eben auch natürlich sehr weit fliegen, auch zum Teil, um Futter dann zu suchen. Da sind die schon sehr findig. Also, oder nutzen dann eben auch so Sachen, was weiß ich, wenn am Eiselmeer eben irgendwelche Mücken schlüpfen oder so, dass die sich alle da in der Nacht zum Teil auch da versammeln, runtergehen und einfach nur den Schnabel aufmachen und dann da durchkeschern. Und also damit haben sie nicht so ein Problem. Das größere Problem ist einfach das Regenwetter, wenn keine Insekten fliegen. Das ist halt schlimmer. Also das, ich meine, natürlich ist es, auf Dauer muss man das im Auge behalten. Es ist sicherlich nicht gut, es wäre besser, es wären mehr Insekten da, natürlich. Dann müssten sie nicht so schuften und würden vielleicht die Jungen noch besser durchkriegen. Oder man würde auch vielleicht mehr Junge durchkriegen. Es ist halt so, dass zum Beispiel im Norden oder im Süden hat es mal geheißen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kann es ja nicht kontrollieren, das liest man halt irgendwo, dass im Norden sind ja die Tage länger als bei uns im Sommer. Das heißt, die haben viel länger Zeit, irgendwas zu sammeln. Mhm. Genauso sind sie im Süden kürzer, dass halt die Bruten oder dass sie im Süden halt eben vielleicht eher 1-2 Küken haben, bei uns sind es vielleicht 2-3 und im Norden sind es 3 oder 4, weil da einfach mehr zur Verfügung steht, mehr Zeit auch zur Verfügung steht, eben die satt zu kriegen halt. Was man natürlich hier eben auch machen kann, was aber auch, also bei uns ist es mit 3, kommen schon nicht so leicht durch natürlich, wie 2. Also das ist schon so, dann wird es schon knapp natürlich. Aber allein, weil so ein Segler auch nicht so viel dann fangen kann.
Sie haben erzählt, dass die, sobald sie flügge sind, wegfliegen. Ja, also das habe ich natürlich nicht rausgefunden, sondern das sind andere Leute gewesen, die besendet haben. Meine Frage ist, warum fliegen die sofort weg? Warum bleiben die nicht länger hier? Ja, der Sommer ist vorbei. So weit fliegen können am Tag. Ja, der Sommer ist vorbei und sie fliegen ja sowieso die ganze Zeit und dann kann ich mich auch gleich auf den Weg machen. Sie sind ja sowieso nur in der Luft. Aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, geht es ja schon sehr früh an und bis in September rein. Naja, das ist jetzt nur diese Spätbruten halt. Wenn zum Beispiel, also der normale Starttermin, wenn alles glatt läuft, dann ist der eigentlich Ende Juli. Und meistens läuft es eben nicht ganz glatt, eben durch schlecht Wetter oder so verschiebt sich das nach hinten. Oder wenn Sie zum Beispiel das Gelege eben auch eben rausschmeißen, entsorgen und sich entschließen, nochmal nachzulegen. Oder wenn ein Segler ein anderes Nest übernimmt durch einen Kampf, ne, und schmeißt die Eier raus und fängt nochmal von vorne an. Oder eben wie diese zwei Dödelmäuse da, ne, die da Mitte Juni oder Ende Juni da so einen Nistkasten übernehmen und dann versuchen, noch was hinzulegen. Bei anderen klappt das vielleicht auch, ne? Aber wenn es klappt, dann sind die natürlich sehr spät dran, aber dann fliegen die sofort nach Süden, die bleiben dann nicht hier. Und dann wird es immer schwieriger für die eben auch, naja, schwierig nicht, eben Anschluss zu finden, weil sie sind ja sehr gesellig und sie wollen in der Gruppe halt fliegen. Ja. Es gab noch zwei Fragen aus dem Chat, damit wir das nicht vernachlässigen, wollte ich das noch kurz erwähnt haben. Es waren keine großen Fragen, es waren hauptsächlich Lobbekundungen und ein Dankeschön für den interessanten Vortrag. Dann waren die Fragen schwer zu beantworten, ob du Tipps für Nistkästen hättest. Ich denke mal, das ist ein relativ ausführliches Thema. Also die Nistkastenfrage ist, seit langem wird die schon in der Mauersegler-Community diskutiert. Man weiß wirklich nicht so genau, worauf die abfahren. Ne? Also was man halt sagen kann, sie sollten eigentlich möglichst so groß sein, dass ein Segler seine Flügel wirklich ausstrecken kann. Also auch wenn die diese Übungen machen und so, sollte er so groß sein. Also mindestens 45 Zentimeter oder sowas, besser vielleicht sogar 60. So tief müssen sie nicht sein und hoch müssen sie auch nicht sein. Aber es gibt halt auch Segler, auch in der Natur, oder das heißt Natur. Ich habe auch welche gekriegt, eben Küken, wo die Eltern in einem Starrennistkasten gebrütet haben. Das brachen die auch, ne? Bloß der hing halt nicht sehr hoch, 2 Meter oder so. Ne? Und die Hauskatze, die ist dann immer so davor gesessen, hat gewartet und die lassen sich ja immer erst mal 2 Meter runterfallen, hat halt die Eltern weggefangen und dann kamen die Küken irgendwann zu mir. Aber die könnten, theoretisch würden sie ja auch in so einem Kasten brüten, aber ist natürlich nicht günstig. Und was sie jetzt letzten Endes bevorzugen, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und da wäre natürlich der LBV eher so der Ansprechpartner, also die LBV-Gruppe München. Und was halt ist, eben man sollte natürlich, es hat keinen Sinn, einen Nistkasten irgendwo aufzuhängen, wo überhaupt nie ein Segler gesichtet wurde. Aber wenn irgendwo welche an einem Haus einfliegen, wäre es sinnvoll, wenn man die Einflüge beobachtet, wo die sind und möglichst nahe zu diesen Einflügen eben die Kästen aufhängt, mit den Einfluglöchern dann. Was man auch noch machen kann, dass man eben möglichst vielleicht aus diesem Kasten raus eine CD mit Mauerseglerrufen abspielen kann, um die anzulocken. Also wenn da zum Beispiel an dem Haus bisher noch keine waren, dass die auf dieses Haus aufmerksam werden, weil die orientieren sich natürlich als Koloniebrüter daran, wo sind schon welche, da muss es irgendwie toll sein. Ne? Oder wie die in Bichel, also die Herrschaften, die Frau Wall, die haben halt Glück gehabt, die haben diesen Seglerkasten aufgehängt und sofort im selben Jahr waren Segler drin. Die Weilheimer, da hängt da schon seit 2021 und bis jetzt, also die 12 Kästen, und bis jetzt ist noch kein Segler eingeflogen. Ich bin auf dieses Jahr gespannt, wenn sie zurückkommen. Vielleicht kriegen sie es jetzt mit, dass da tolle Brutplätze sind, ne, wo die Küken eben nicht überhitzen. Genau, die Frage nach der Überwinterung wurde, glaube ich, schon beantwortet, wo die... Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist unterschiedlich, also wo jetzt unsere Segler überwintern, das weiß ich nicht. Es gibt natürlich verschiedene Projekte, wo die diese Geolokatoren drauf bekommen haben, also Frankfurter Segler, beziehungsweise beim Erich Kaiser, die Segler, oder in Schweden auch. Und da war es eigentlich immer so, je nördlicher die Segler gebrütet haben, desto nördlicher haben sie auch eigentlich überwintert. Also die sind dann gerade eben Subsahara geflogen. Und eben die weit im Süden sind, Spanien oder so, die fliegen dann vielleicht bis nach Südafrika. Ein ganz extremes Beispiel ist natürlich der Apus apus pekinensis, also eine Unterart vom Mauersegler, der in Peking brütet im Sommerpalast. Und die sind auch mit Geolokatoren ausgestattet worden. Und die fliegen praktisch von Peking aus, so ungefähr entlang der Transsib halt,
bis zum Kaspischen Meer, dann runter nach Südwesten über den Nahen Osten halt und dann bis runter nach Südafrika. Ne? Also die fliegen enorm weit und da kann man zum Teil auch im Internet nachgucken, wo eben solche Segler besendet wurden, nicht besendet, mit Geolokatoren ausgestattet wurden. Und da kann man dann aus 200 Kilometer plus minus gucken, wo die gewesen sind. Halt. Dadurch haben wir überhaupt eine ungefähre Vorstellung, was die so machen, wo die sind. Die Segler sind natürlich dadurch, dass sie nicht Ruheplätze brauchen oder sowas, sind die natürlich unabhängig und sie wandern praktisch dieser innertropischen Konvergenzzone immer hinterher, wo es dann nach der Regenzeit eben viele Insekten gibt. Sie müssen nicht an einem Ort bleiben, sondern sie bewegen sich eben dann auch im Winter. Ja. Hm? Also der Älteste, den, der nachgewiesen ist, bringt, da war 21 Jahre. Ja. Also das ist schon sehr alt, im Schnitt sagt man vielleicht so 6-7 Jahre, aber genaues wissen wir darüber nicht, weil wir kaum Daten eben darüber haben, ne? Von den Seglern. Also beim Erich Kaiser sind die auch sehr alt, der hatte einen Vogel, das weiß ich, der erste, der mit einem, Geolokator zurückkam, das war glaube ich in 2011 oder sowas, und das war ein Segler, der ist in seiner Kolonie geboren. Und da war er schon zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt. Der kam dann im nächsten Jahr eben als Wohnungssuchender bzw. als Begleitvogel, weil er kann vor der Kolonie wegfangen. Das ist eben praktisch. Und dann hat er irgendwann das Nest unterhalb von seinem Elternnest erobert und hat da gebrütet mit, ich weiß nicht, 9 Jahren, glaube ich. Und dann in diesem Jahr 20 oder vorher noch mit 10 Jahren hat er dann tatsächlich das elterliche Nest übernommen und ist praktisch in dem Nest gelandet, in dem er auch geboren wurde. Da war er eben schon 12 Jahre alt. Also es ist... Aber ist halt selten, solche Daten. Ja. Hm? Wenn da mal so eine Schlechtwetterphase kommt, sagen wir mal hier in München, gibt es da Informationen, wo die hinfliegen und wie weit die dann gehen? Bodensee oder fliegen die an den Kardasee oder wo? Oder soweit ich weiß, gibt es da keine Daten, weil wir hier keine mit Geolokatoren jemals bestückt haben, sodass wir nicht wissen, was die eigentlich machen. Man kann sie ja sonst nicht identifizieren. Man bräuchte wirklich einen Nistplatz, oder wo die Segler kontrollierbar wären, wo man sowas machen könnte. Und gut wäre es eben so wie beim Erich Kaiser, dass man sie vor dem Nest wegfangen kann, damit man sie nicht aus dem Nest nehmen muss. Und die dann mit Geolokatoren ausstatten, was auch in dem Sommerpalast in Peking passiert ist. Die haben die dann, da kann man, hat man um den ganzen Palast eben so in die Abhaarnetz rumgespannt und hat dann die Vögel gefangen und dann eben einige, wo man wusste, sie sind Brutvögel, hat man eben die Geolokatoren drauf gemacht und natürlich kommen die im nächsten Jahr wieder zurück und dann kann man sie wieder fangen und den Geolokator runternehmen und auslesen eben. Und das hat man hier halt noch nicht gehabt bis jetzt. Ich habe noch eine Frage zu den Nistkästen. Wenn die Segler Ende April, Anfang Mai kommen, sind ja oft in den Nistkästen die Spatzen drin. Mhm. Wer gewinnt denn dann? Eigentlich schmeißen der Segler. Schmeißen die Segler die raus? Die Segler schmeißen die raus, ja. Okay. Also es gab mal einen Fall, hatte ich einen Segler aus Starnberg gekriegt, der ist am Boden gefunden worden, in Spatzenknäuel verwickelt. Und dann habe ich mich schon gewundert, dass der sich da so rumgeht. Und dann kam ihm raus, der hatte nur einen Fuß. Das heißt, er konnte eben nicht so gut kämpfen, weil die Füße, das sind eben ihre Waffen, ne? Diese Krallen. Und normal hat der Spatz keine Chance, selbst die Stare haben Schwierigkeiten. Aber das Beste wäre eben eigentlich, wenn man die nicht drin haben will, wobei man natürlich auch gern Spatzen hätte. Also die Segler schmeißen sie auf jeden Fall raus. Und alles, was dann da drin ist, Eier oder kleine Küken, die werden dann mit eingespeichelt, ne, und in das Nest eingebaut oder eben rausgeschmissen. Ja, das schreibt übrigens schon der Heinroth in seinem Vögel Mitteleuropas, dass die ziemliche Kämpfer sind mit ihren Krallen. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu den Parasiten. Es gibt ja die Seglerlausfliege. Hätte ich auch eine Geschichte gehabt, aber kann man ja nicht so. Und wie stark ist denn die Belastung mit Parasiten im Nest? Und wie sieht es aus, wenn die Junge über Tage im Torpor sind? Also kann das sein, dass die Belastung so groß wird, dass die sterben durch die Parasiten? Also normalerweise eigentlich nicht, aber ich habe auch mal einen Fall gehabt, der kam aus Penzberg, der ist eben weder wegen Hitze noch wegen alleingelassen werden oder so rausgesprungen
Und der Kerl, da war die Dame, die ihn gebracht hatte, vorher auch beim Tierarzt gewesen, und der hatte 14 Seglerlausfliegen abgesammelt und ich habe auch noch mal 5 abgesammelt. Habe ich noch nie erlebt. Normalerweise hat ein Segler vielleicht, also nicht normalerweise, wenn er Parasiten hat, dann hat er vielleicht 1, 2, 3 solche Lausfliegen. Aber der hatte praktisch 20 auf sich sitzen. Und normal sitzt die große Menge dieser Lausfliegen eigentlich in dem Nistkasten und nicht auf dem Tier drauf. Also die saugen Blut, diese Seglerlausfliegen. Und der ist mit Sicherheit abgesprungen, weil ihm das zu viel wurde, da mit diesen Seglerlausfliegen. Ja, ich weiß jetzt nicht, soll ich mal schnell so ein... Wo ist er denn, der Segler? Ja, hier ist jetzt also... Ach so, ja gut, die Geschichte, ja. Ja gut, das habe ich ja jetzt auch schon erzählt. Also das ist der Nikolaus. Ja, und das war eben, der war eigentlich recht gut beieinander, wie gesagt, und der kam auch zu einer Zeit, wo kein anderer kam, also es war nicht heiß und nichts. Und das ist jetzt mal so eine Seglerlausfliege. Die haben eben, also gerade diese Seglerlausfliegen, die haben die Flügel so weit reduziert, dass die schon gar nicht mehr fliegen können. Die sind ungefähr so groß wie eine Stubenfliege. Und die sind, man kann es gar nicht glauben, wie die sich in diesem Gefieder verstecken. Man sieht, da ist eine und man findet die dann nicht. Ne? Aber irgendwann kriegt man sie dann schon. Und die sind also so wie so Zecken, man kriegt die auch nicht kaputt. Das ist also ganz bescheuert mit diesen Viechern. Und wie gesagt, und da hatte der eben so viele von, also fast 20 drauf, und ich denke, dass der deswegen da rausgesprungen ist. Aber üblicherweise ist es nicht so das Problem. Es gibt dann noch andere Parasiten, aber die sind eigentlich harmlos, nämlich diese Federlinge. Da sieht man mal einen, wie der am Auge vom Segler Tränenflüssigkeit trinkt. Also bei den Seglern, die Arten, oder zumindest die eine Art, die hauptsächlich vorkommt, die ernährt sich eigentlich nur von dem Federpuder und eben von der Tränenflüssigkeit. Das ist dann das, was sie trinken halt. Es gibt aber auch bei Tauben und Krähen und so, da gibt es Federlinge, die, eben nur auf diese, die sind auch nur auf diese Vogelart spezialisiert normalerweise. Und die fressen eben auch die Feder. Ne? Dann, das, da muss man natürlich was gegen machen. Bei diesen Federlingen vom Segler, da muss man eigentlich nichts machen. Aber diese Seglerlausfliegen, die muss man halt einfach absammeln, beziehungsweise die kommen irgendwann schon raus. Man kann im Notfall, auch wenn es irgend so milde Parasitenmittel drüber sprühen, dann mögen die es auch nicht und krabbeln halt raus und dann kann man sie schnappen halt und eben, ja, ich schmeiße dann eben in Spiritus und hebe sie auf, also wer Interesse daran hat. Ne? Ich wollte sie schon mitbringen, aber ich habe es dann doch gelassen. Also aus jedem Jahr habe ich halt Seglerlausfliegen und Federlinge. Ja, genau, ja zum Beispiel, ja. Ja, und diese Seglerlausfliege, im Gegensatz zu den normalen Lausfliegen, die Schwalben zum Beispiel auch haben, oder auch Spechte haben auch ganz viele, die können halt fliegen, ne? Aber die da können gar nicht mehr fliegen. Die müssen sich wirklich von einem Segler von einem Nistkasten zum anderen transportieren lassen, anders geht das halt gar nicht bei denen. Ja gut, so. Noch eine Frage, die ich noch hätte, auch auf diese Seglerlausfliege Bezug nehmend. Wie ist es eigentlich? Reisen die dann mit in den Süden? Oder? Das weiß ich nicht. Ich denke nicht. Ich denke, die bleiben in dem Kasten drin. Also da legen sie wohl auch die Eier ab. Das sind so schwarze Kügelchen. Und ich denke, dass die werden in dem Kasten. Ich glaube nicht, dass die mitfliegen. Aber ich weiß es aber wenn nicht. Wenn so ein Nistkasten noch jungfräulich ist, also völlig Seglerlausfliegenfrei, weil die erste muss er dann, wird die dann... Die wird mit irgendeinem, ja, die kommen die, natürlich, klar, ich meine jetzt auf diesem Jungvogel saßen die auch drauf, ne? Aber da muss die Belastung in dem Kasten enorm gewesen sein, wenn auf dem Vogel dann schon so viel sitzt. Das ist ähnlich wie mit der roten Vogelmilbe, ne? Die wenigsten sieht man dann am Tier, nur in der Nacht oder so, da kommen die dann raus, ne? Dann findet man die, und sonst sind die in irgendwelchen Ritzen und verstecken sich, ne? Und Und einige sitzen halt auch auf dem Tier. Wie gesagt, ich kriege ja auch Jungsegler manchmal mit einer Seglerlausfliege. Also ich weiß gar nicht, wie ich letztes Jahr einen hatte. Aber das ist untergeordnet, wirklich sehr, sehr wenig eigentlich. Ne? Und auf die Art kommen sie dann vielleicht schon auch in einen anderen Nistkasten rein. Ja. Ich habe mal gehört, dass die Erwachsenen, die fliegen dann eben so Anfang August und dass die Jungen dann wie Sie gesagt haben, und dann ganz alleine im Nachfliegen? Oder? Ja, die fliegen eigentlich eher voraus in der Regel. Die fliegen zuerst aus,
normalerweise fliegen die, wenn sie im Nistkasten drin sind, fliegen die eigentlich, sind es die ersten, die wegfliegen. Und dann kommt der Segler oft noch mit einem Futterball nach Hause, ne, und es ist gar keiner mehr da. Und dann, manchmal bleiben die noch vielleicht 2 Tage auch in ihrem Nest und dann fliegen die halt auch weg. Ne, weil jetzt ist es vorbei, ne, jetzt kann ich fliegen. Und aber die manchmal, Wildbrütenden, bitte? Da, bei den Wildbrütenden habe ich gemeint, dass zuerst die Erwachsenen und die Jungen dann allein. Ja, ja, die fliegen schon alleine, sie fliegen nicht zusammen weg. Aber eher fliegen die Jungen aus und die Eltern verlassen dann danach das Nest. Aber es gibt auch manchmal umgekehrte Fälle, habe ich auch schon gekriegt, eben welche, wo die Jungen eben noch drin gewesen sind, die auch schon fast fertig waren. Also es gibt beide Möglichkeiten. Ja, weil da war zum Beispiel die Situation in Seeshaupt, da hatte sich einer Spatzen eben auch da reingehen und die schleppen halt jeden Scheiß in das Nest. Ne? Eben auch Plastikschnüre und damals von den Tonbandkassetten, diese Dinger. Und die sind halt sehr gefährlich, die können die sich um die Füße wickeln oder eben auch um den Hals sich strangulieren oder so. Und dieser Segler, der hatte sich eben, das Küken, hatte eben so einen Plastikfaden um den Fuß drum, der war schon abgeschossen, er hing aber dran fest, er kam nicht raus. Und der ist auch natürlich dann irgendwann allein gelassen worden, weil er irgendwann gesagt hat, nee, ich will nicht mehr essen, ich bin ja fertig. Und dann haben sich die Eltern wahrscheinlich auch gedacht, okay, Game over, das war's jetzt, da können wir uns ja vom Acker machen. Ne? Und dann kam der da aber nicht raus, weil der festhing. Und dann haben aber die Leute gesehen, der guckt immer vorne raus oder hängt so. Und dann sind die mit der Leiter rauf und haben den dann eben rausgeholt. Ne? Und der Fuß war halt verloren. Aber gut, das ist jetzt, spielt für einen Segler nicht so eine Rolle, weil die ersten 3 Jahre braucht er den eh nicht so. Ich meine, seitdem muss ich mal an der Hauswand festhalten. Aber das geht mit einem Fuß dann auch zur Not. Danke. Ja, gerne. Ich habe da noch was. Dieses mögliche Tempo von 200 km/h, ja. Das ist ja ziemlich beeindruckend erstmal. Ja. Was fliegen denn andere Zugvögel, wenn man jetzt zum Beispiel also Starre nimmt? Oder also die 200 km/h, das ist natürlich nur diese Höchstgeschwindigkeit, ja. Wenn sie zum Beispiel diese Flugspiele schon machen klar. Und sich dann so im Sturzflug irgendwo, unter, wie ein Falke halt auch, der kann halt auch so eine Geschwindigkeit kriegen. Aber ich als glaub, Dauerflug als auf dem Zug machen die natürlich nicht diese Höchstgeschwindigkeit. Ist mir schon klar. Aber was also das kommt halt Star auf die Größe an. Ja, ein Star fliegt normalerweise so, sagen wir mal, mit ungefähr 36, 40 Stundenkilometer normalerweise. Das ist eben so, wenn er die normale Flügelschlagfrequenz hat, seine Lieblings... Es kommt auch aufs Gewicht an, auf das Tier, was für eine Flügelfläche er hat. Da gibt es wunderschöne eine Formel, die Colin Pennycuick mal aus Baldowat hat, also der eben auch den Windkanal mit konstruiert hat in Lund und praktisch den in Seewiesen dann auch. Und er hat also so eine, wie man eine Power Curve berechnen kann, wo halt die günstigste Geschwindigkeit für dieses jeweilige Tier ist. Und da muss man dann eben eintragen, das Körpergewicht, ne, die Größe, die Flügelfläche von dem Tier. Und dann kann man also mit so einer komplizierten Formel ausrechnen, was die optimale Geschwindigkeit für dieses Tier wäre. Also das ist variiert. Und wenn die natürlich in einem Schwarm fliegen, dann werden die sich entsprechend natürlich auch anpassen. Ne. Das ist, ja. Und was ist mit dieser verwandtschaftlichen Nähe zum Kolibri? Ja, da müssen wir vielleicht die Zoologen fragen. Also ich weiß es nur, dass die eben vom Stammbaum her oder dabei stehen, vom früher her weiß ich nur, dass dieser kurze Oberarm vor allen Dingen, glaube ich, das Entscheidende war, warum man die irgendwie oder warum man spekuliert hat, dass die mit den Kolibris am nächsten verwandt sind. Aber vielleicht können da die Zoologen besser was beitragen. Ja, okay, jetzt sind Sie hier alle im Vorteil, Sie können sich das angucken, die jetzt noch vor den Bildschirmen sind, die haben da leider jetzt... Im Internet nicht viel helfen, weil die nicht hier sind, aber Markus Unselt hat hier einen ganzen Haufen interessanter Exponate ausgelegt, die jetzt im Anschluss auch betrachtet werden können. Und ja, also zu der Frage mit der Verwandtschaft zwischen Kolibris und Seglern, also die Segler und die Baumsegler, das sind zwei sehr eng verwandte Taxa, die sind die Schwestergruppe tatsächlich von den Kolibris und die Synapomorphie, also das gemeinsame Merkmal, was sie eben auszeichnet, ist ein extrem verkürzter Oberarmknochen, also ein gerade absurd verkürzter Oberarmknochen. Ja, also das sieht man auch sehr schön, wenn man sie mit den Schwalben vergleicht, weil da endet nämlich dann die Ähnlichkeit zwischen der Rauchschwalbe und dem Mauersegler. Die Rauchschwalbe hat einen sehr langen Oberarmknochen, und der Mauersegler einen sehr dicken, ganz, ganz kurzen. Und das ist praktisch
die Voraussetzung dafür, dass diese Vögel diese extrem hohe Flügelschlagfrequenz überhaupt realisieren können. Also das Geheimnis dieser hohen Flügelschlagfrequenz ist der Oberarmknochen. Und das ist das, was diese beiden Gruppen gemeinsam haben. Und wenn Sie so einen Riesengnomen zum Beispiel, ich glaube, wir haben jetzt hier leider keinen mit einem Mauersegler vergleichen, das ist der größte Kolibri aus den Anden, wenn Sie den Kopf abschneiden würden von beiden, Sie würden kaum einen Unterschied sehen. Die sind sich unglaublich ähnlich. Und naja, ich weiß auch nicht, wie weit man das sagen kann, aber im Endeffekt sind es halt zwei sehr eng verwandte Taxa, die sich auf unterschiedliche Nahrungsquellen spezialisiert haben und auf die Art und Weise natürlich dann divergiert sind und dann ihre eigenen evolutiven Wege gegangen sind. Ja. Gut. Ja, gibt es noch was aus dem Chat vielleicht? Ich hätte noch eine Frage, Nino, und wie ist denn das, die Nichtbrüter, fliegen die auch früher weg bei den Mauersegler, wie bei anderen Vogelarten? Also oder? Die sind halt die, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Bild erinnerst, oder ich kann es mal schnell nochmal hoch, da wo diese Starttermine waren mit diesem grünen Bereich, was ich gesagt hatte, also in dem fliegen die halt weg. Und das ist ein bisschen natürlich auch wetterabhängig. War das jetzt, kommt das noch? Nee, das kommt noch. Das da. Also diese Nichtbrüter, die fliegen eigentlich in der Regel, sagen wir mal so um den 20. Juli, fliegen die ab, verabschieden die sich. Es hängt aber auch ein bisschen vom Wetter ab, wenn natürlich jetzt eine wirklich super Hochdruckphase ist und es absehbar ist, die haben ja irgendwie so ein eingebautes Wetterradar, ne? Dann sagen, ja, da können wir noch ein paar Tage bleiben, ne? Noch schön. Und wenn es eben zum Beispiel dann regnet oder vielleicht schon am 19. anfängt zu schütten und die merken, aha, da geht es jetzt ein paar Tage so weiter, dann fliegen die halt dann schon weg. Ne? Das ist also, aber es ist in der Regel so nach der Julihälfte, also meistens so um den 20. bis zwischen 20. und 25. Aber eben auch wetterabhängig. Ja. Also wenn noch genügend Fluginsekten da sind, dann bleiben sie wahrscheinlich länger, oder? Ja, genau. Und vor allem, wenn es eben irgendwie auch absehbar ist, ne, dass das noch so bleibt halt. Und wenn es schon so irgendwie sich anbahnt, ne, da kommt jetzt ein Tiefdruckgebiet, dann gehen die weg halt. Dann gehen es dem aus dem Weg einfach. Ja. Es gibt ja dann gerade so Ende Juli auch dieses Banging, wo dann also eine Gruppe von Seglern ich weiß nicht, wie viel sind, 10, 20 Stück, immer an dasselbe Nest hinfliegen und wieder weg und wieder Kurve machen und rum wegfliegen und kurze Zeit später wieder da sind. Also das ist ein Schauspiel, fantastisch. Und weiß man da inzwischen, was das... Also ich nicht, ich weiß wahrscheinlich auch weniger als du in dieser Hinsicht. Also weil du ja immer nachforscht eben und so tolle Bilder auch davon hast. Ja, wenn man es beobachtet. Also ich ja, ja, du kannst es beobachten auch. Flugspuren beobachtet und es sind riesen Kurven, die dann über die Gegend und dann wieder hinkommen. Könnte es sowas Ähnliches sein wie quasi Navi-kalibrieren, um einfach zu wissen, da ist ein Nest, so sieht die Gegend aus, da will ich hin. Ja, vielleicht kann es sein, dass das unerfahrene Vögel machen, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass das dafür... Sie mal fragen. Ich weiß es eben nicht. Ja, genau, müssen wir die Segler mal fragen. Das ist immer das Blöde, was mich auch so ärgert, wenn ich an den Windkanal denke. Die Vögel, die haben mich genau verstanden, was ich von ihnen wollte. Wenn ich gesagt habe, hier, José, geh mal auf die Waage, dann kam José, ist auf die Waage gegangen. Ich habe gesagt, geh in den Kanal, dann ging er in den Kanal. Wenn die sich unterhalten haben, ich habe kein Wort verstanden. Ich weiß nicht, worum es ging. Ich bin so blöd, ich weiß es nicht, ne? Da müsste man halt viel mehr dran arbeiten, dass man sich besser mit denen verständigen kann, dass wir besser kommunizieren könnten. Ja. Alle Klarheiten beseitigt, gut. Gut, ja, dann vielen Dank auch für die schöne, anregende Diskussion und... Vielen Dank nochmal an die Technik, vor allem an Fabian Deister. Ich finde, er hat nochmal einen Applaus verdient. Also wenn ich daran denke, wie das teilweise früher lief, also unglaublich. Also es macht richtig Spaß, wieder hier einen Vortrag zu moderieren. Das war eine Zeit lang nicht unbedingt der Fall. Nee, wunderbar. Und was noch vielleicht noch bei dem Seglerknochen, dem Oberarmknochen, es gibt in München momentan
eine Möglichkeit. Wer unbedingt einen Mauersegler-Oberarmknochen sehen will, der kann in das Museum Mensch und Natur gehen. Da läuft nämlich momentan eine wunderbare Sonderausstellung zum Thema Skelette. Und da ist, allerdings muss man wirklich wissen, wo der liegt. Das ist im theoretischen Teil, die ist auf zwei Säle, ist die, hier ist nochmal, in der Süddeutschen stand es nämlich auch schon drin heute. Genau. Da ist eine Spirale aufgebaut von Oberarmknochen unterschiedlicher Wirbeltiere, Landwirbeltiere. Und da ist der größte, ich weiß gar nicht genau, was es ist, ein Flusspferd, gell? Und der allerkleinste, wenn man die Spirale runtergeht, die sind so der Größe nach, also unterschiedlichste Taxa, ich glaube Reptilien, Säugetiere, Vögel, alles Mögliche. Und der allerkleinste ist so ein Mauersegler-Oberarmknochen. Wobei ich nicht in die Ausstellung gehen würde, nur um diesen Mauersegler-Oberarm zu sehen. Also es gibt schon deutlich mehr zu sehen. Das ist eine ganz fantastische Ausstellung, die unbedingt einen Besuch wert ist. Und vielleicht eine kurze Ankündigung jetzt auch schon für die folgenden Termine. Wir haben am 24. April treffen wir uns wieder. Allerdings nicht, wie es jetzt noch im Programm zu lesen ist oder auf der Webpage, zu dem Science Slam, den wir veranstalten wollen. Der findet voraussichtlich, ist aber auch noch nicht ganz 100% sicher, am 3. Doch, ist schon sicher. Ist sicher. Okay, die Organisatoren hier nicken eifrig. Also am 3. Mai findet der Science Slam statt, nicht am 24. wie gegenwärtig noch im Programm zu sehen, sondern am 24. Mai wird die Mitgliederversammlung stattfinden. Und als Schmankerl für die, die kommen und auch die, die nicht davor bei der Versammlung dabei sind, haben wir uns vorgenommen, dass wir als Alternativprogramm mal einige von unseren Objekten des Monats, die Sie auf der Webpage hier in regelmäßigen Abständen sehen können, mal live im Hörsaal präsentieren, so ein bisschen à la coole Tiere hautnah, halt die ganzen Highlights unserer Monatstiere, die wir dann hier auch im Hörsaal im Original dann ausstellen wollen. Und die Mitgliederversammlung ist dieses Jahr sehr wichtig am 24. Es geht aber auch noch mal eine Einladung rum, also über E-Mail, aber auch postwendend, also auch postalisch kommt nochmal eine Einladung, weil wir eine Programmänderung vornehmen müssen und dann gibt es auch nochmal ein aktualisiertes schriftliches Programm, also für die, die nicht übers Internet sich informieren, also die brauchen keine Sorge haben, wir schicken alles raus. Ja. Aber wann ist nun die Versammlung am 24? Die Mitgliederversammlung ist am 24. April. Mittwochstermin, unser üblicher Mittwochstermin und Die nächste Veranstaltung, am 18 Uhr. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein Weilchen hin. Wir werden da ja noch mal gesondert drauf informieren, dazu informieren. Das muss ich mal selber schauen. Ah, ohne Brille geht das mittlerweile schon so schlecht. Oh, weia, ich kann das echt kaum lesen. Am 10. April, wenn ich das richtig sehe, ist ein Vortrag bei unserem Schwesterverein in der Paläontologie in der Richard-Wagner-Straße, Eiszeitforschung im Oberrheingraben, auch interessant, aber auch hier wiederum als Erinnerung, die Internet haben, steht alles bei uns auf der Webpage. Wir bewerben nicht nur unsere eigenen Veranstaltungen, sondern auch die anderen von unseren Freunden aus der Paläontologie. Du bist ja auch jemand, der dort immer in beiden Bereichen bewandert ist und ich denke auch die anderen hier im Raum, natürlich. Es lohnt sich immer auch bei den anderen mal reinzuschauen, also die haben zum Teil auch sehr, sehr interessante Themen, die sich zum Teil auch sehr deutlich mit dem Biologischen überschneiden. Wir hatten auch schon Referenten ausgetauscht, wir hatten also die Paläontologin Ursula Göhlich aus Wien, die uns hier über Elefanten interessante Sachen erzählt hat und Annike van Heteren hier aus dem Haus hat auch schon mal bei den Paläontologen gesprochen, also wir überschneiden uns, es lohnt sich bei allen Vereinen mal vorbeizuschauen, wenn man sich für solche Themen interessiert. Gut, jetzt haben wir ja sehr lange geredet, würde ich sagen, die anwesend sind, die können sich gerne nochmal hier die Objekte anschauen, die hier ausgestellt sind und vielleicht auch nochmal dran denken, dieses Patenschaftsblatt hier mitzunehmen, Mauersegler, Eltern auf Zeit, eben eine ganz wichtige Aufgabe und ich kann auch nochmal vielleicht im Anschluss auch nochmal an die jetzt nicht hier anwesend sind, noch mal was übers Internet rumschicken, dann über einen Verteiler, können wir dann auch noch ausmachen. Genau, das wäre dann eigentlich alles an 49 Millionen Jahre. Oh, das ist ja toll.
Soll ich gar nicht das gehört eigentlich, weil wir von den Paläontologen gesprochen haben. Weil das wollte ich eben, das ist auch aus einer Geschichte von dem Wasservogel, der im Starnberger See gelandet ist, aber mehr Glück hatte als der Bursche, der eben im Messelsee ertrunken ist vor 49 Millionen Jahren. Ist kein Mauersegler, aber man erkennt eindeutig schon den Segler. Ja, da auch das Knöchelchen, da Oberarmknöchelchen. Das ja gut, ist diese. Ja, wie klein der ist, im Vergleich zum. Wie gesagt, aber der ist halt noch alt, der hatte noch ein bisschen Entwicklung vor sich, ja. aber er ist eindeutig ein Segler irgendwie. Ne? Ja. Auch so wie der Arme. Ja, ja gut. Okidoki, dann. Gut.